Gut, herzlich willkommen zu unserem Panel zum Thema Aufstieg der Rechten, Klassenpolitik und die Zukunft des nationalen Wohlfahrtsstaats. Das sind drei große Themen, eigentlich auch drei Themen, die alleine schon für ein Panel reichen würden und auch drei Themen, die vielleicht für manche gar nicht viel miteinander zu tun haben. Ich vermute aber, wenn wir uns anlässlich des 200. Geburtstag von Karl Marx, wenn wir uns angesichts des, man muss immer so ein bisschen nachrechnen, das ist so schwierig, wenn wir uns angesichts des 190. Geburtstages oder 180. Geburtstages hier zusammengesetzt hätten und diese drei Themen diskutiert hätten, wäre die Irritation vielleicht noch ein bisschen größer gewesen, was diese drei Themen denn miteinander zu tun haben. Heute wahrscheinlich wird sich die Irritation in Grenzen halten. Das liegt vor allem an den Entwicklungen in den letzten Jahren. Ich denke, hier ist vor allem das Jahr 2016 von Relevanz, das Jahr, in dem eine knappe Mehrheit in Großbritannien für den Brexit gestimmt hat, das Jahr, in dem Donald Trump in den USA gewählt wurde, unter anderem mit Stimmen aus dem Rostgürtel, und auch das Jahr in Deutschland, wo die AfD zum Comeback angesetzt hat und vor allem bei den Landtagswahlen in Sachsen-Anhalt, Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz im März 2016 absahen konnte. Sie konnte dort vor allem auch Baden-Württemberg, Sachsen-Anhalt, bei Arbeiterinnen, Arbeitern und Arbeitslosen punkten. Und das hat innerhalb der Linken ja eine Debatte ausgelöst. Und genau in dieser Debatte erschien ein Buch oder die Übersetzung eines Buchs, nämlich Rückkehr nach Reims von Didier Eribon. Die Rechten scheinen seit, also in Deutschland zumindest, scheinen seit 2016 spätestens die Zeichen der Zeit erkannt zu haben. Wenn wir uns so manchen AfD-Politiker seit der Bundestagswahl 2017 anhören, wie er von den kleinen Leuten spricht, dann merken wir das, dass die Rechten die Zeichen der Zeit erkannt haben. Wir merken das auch an öffentlichkeitswirksamen Betriebsratskampagnen, wo eigentlich nur relativ wenige rechte Listen antreten und auch eigentlich einen überschaubaren Erfolg haben, es den Rechten aber gelang, über Wochen und Monate hinweg sich als die neuen Kümmerer der Arbeiter- und Arbeiterinnenklasse zu gerieren. Diese Entwicklungen haben innerhalb der Linken diese Debatte, die seit 2016 läuft, massiv verschärft. Es gibt eine Debatte um neue Klassenpolitik, eine Diskussion darüber, inwieweit die Gegenüberstellung von Klassenpolitik auf der einen Seite und Identitätspolitik auf der anderen Seite eine falsche Gegenüberstellung ist und welche strategischen Schlüsse daraus gezogen werden sollen. Und zum Zweiten gibt es eine Debatte, die sich ebenfalls zuspitzt, nämlich die Frage, welche Rolle der Nationalstaat und im Besonderen der Sozialstaat dabei spielen soll. Diese ganzen Fragen werden wir heute ausführlich diskutieren mit diesen drei Gästen. Und da haben wir zum einen von euch aus rechts gesehen Klaus Dürre, in Marburg studiert und seit 2005 Professor für Arbeits-, Industrie- und Wirtschaftssoziologie an der Universität Jena. Er forscht vor allem und seit langem zu Kapitalismus, Prekarität und Arbeiterbewusstsein. Wir haben dann von euch aus gesehen ganz links Hans-Jürgen Urban, auch in Marburg studiert, seit Mitte der 80er Mitglied der IG Metall, seit 1991 hauptamtlicher Gewerkschaftssekretär und seit 2007 ist Hans-Jürgen geschäftsführendes Vorstandsmitglied der IG Metall und dort für Sozialpolitik, Gesundheitsschutz und Arbeitsgestaltung zuständig. Und wir haben Christina Keindl, hat Psychologie an der Freien Uni Berlin studiert und sich intensiv mit Rechtsextremismus und Neoliberalismus auseinandergesetzt, ist Mitglied der Linken und seit 2012 leitet sie den Bereich Strategie und Grundsatzfragen beim Parteivorstand der Linkspartei, war vorher jahrelang aktiv in linken Bewegungen und war Mitarbeiterin der Rosa-Luxemburg-Stiftung. Ich bin Sebastian Friedrich, bin Journalist, Autor, Publizist, arbeite gerade bei einer großen Rundfunkanstalt und war vorher Redakteur bei kritischlesen.de und Analyse und Kritik und beschäftige mich auch privat und beruflich mit AfD, Neue Rechte und den Fragen neuer Klassenpolitik. Zur Struktur, wir werden es so machen, eingangs werden meine drei Gäste in ungefähr 10 Minuten einen kurzen Problemabriss machen zu diesen Fragen, die ich hier kurz angedeutet habe. Dann wird es eine zweite kurze Runde auf dem Podium geben und nach etwa 45 Minuten, knapp einer Stunde, werden wir das Podium öffnen und es wird ausreichend Zeit geben, damit sich so viele wie möglich an der Debatte beteiligen können und dann wird es am Schluss eine Schlussrunde geben.
Gibt es hier Unklarheiten? Alles. Gut. Klaus, wir fangen mit dir an. In der Debatte oder auch im öffentlichen Diskurs ist seit Jahren eigentlich die soziale Ungleichheit wieder verstärkt ein Thema. Also wenn wir es vergleichen zu vor 10 Jahren oder sowas, wird tatsächlich ja viel mehr über soziale Ungleichheit wieder diskutiert. Und auch so Begriffe wie Klasse und Klassengesellschaft, ja, werden nicht mehr nur noch verächtlich hingenommen, sondern es wird tatsächlich wieder mit diesen Begriffen diskutiert. Und gleichzeitig haben wir aber diesen Aufstieg der Rechten. Wie erklärst du dir diesen Zusammenhang? Ehrlich gesagt bin ich immer noch mit 42. Geburtstag beschäftigt. Ich habe mir gerade überlegt, wie alt ich da wäre. Da wäre ich 100. Und wenn ich so alt würde, könnte ich dann mal Bilanz ziehen, ob das, was ich jetzt dann sage, irgendeine Relevanz gehabt hat. Ja? So lange wird es nämlich dauern, um zu evaluieren. Ich fange etwas anders an, versuche dann aber diese Frage möglichst komprimiert zu beantworten. Vor einiger Zeit hat der Jürgen Habermas in den Blättern für deutsche und internationale Politik ein Interview gegeben, in dem er wörtlich gesagt hat, dass der Aufstieg der AfD den Bodensatz für einen neuen Faschismus bereite. Neuer Faschismus heißt es nicht der alte und Saatboden, nicht Bodensatz, sondern Saatboden heißt, wir haben keinen Faschismus, aber es entsteht etwas, was in diese Richtung gehen könnte. Ich habe das damals für eine Übertreibung gehalten und habe gedacht, das ist wahrscheinlich doch wieder alarmistisch. In 2 Wochen wird ein Artikel im Berliner Journal für Soziologie erscheinen, den ich mitverantworte. Da wird drinstehen, dass diese Diagnose eine realistische ist. Das beruht auf empirischen Erfahrungen. Und ich will dir ein bisschen einfließen lassen, aber ich will zunächst noch mal kurz oder will eine These voranstellen. Ich würde behaupten, dass wir es in der Bundesrepublik und nicht nur in der Bundesrepublik mit etwas zu tun haben, was ich als demobilisierte Klassengesellschaften bezeichnen würde. Das heißt, klassenspezifische Ungleichheiten prägen sich teilweise in nie gekannten Dimensionen aus und gleichzeitig sind die Organisationen, die um den Klassengegensatz, um den Gegensatz von Kapital und Arbeit gebaut sind, also sozialistische, kommunistische, eurokommunistische Parteien, Gewerkschaften und so weiter, so schwach wie niemals zuvor in der Nachkriegsgeschichte. Und das ist eine völlig paradoxe Situation. Sie führt auch zum Teil dazu, dass, wenn ich diese These vortrage, heftig attackiert werde, weil ich so schwarz male. Ich will es aber kurz begründen. Erstens zur Dimension der Ungleichheit, dann zweitens zum Aufstieg der neuen Rechten. Also, von was für Ungleichheiten und Unsicherheiten reden wir? Ich würde schon sagen, bei allen Differenzierungen, dass es in der Bundesrepublik 3 wesentliche Ungleichheitserfahrungen gibt. Oder Unsicherheits- und Ungleichheitserfahrungen. Die erste hängt mit der Ausbreitung prekärer Arbeits- und Beschäftigungsformen zusammen. Darüber habe ich jetzt, ich glaube, jetzt 15 Jahre geforscht, geredet, geschrieben und so weiter. Und habe damit letztendlich immer eine Politik der Differenz begründet. Differenz meint, die Besonderheiten von Prekären zur Kenntnis nehmen, weil sonst keine Interessenpolitik zu machen ist, die nicht mobilisierbar sind und so weiter. Das, was wir jetzt haben in der Bundesrepublik, ist eine prekäre Vollerwerbsgesellschaft. Wir haben ein Rekordniveau an Erwerbstätigen. Das Volumen an bezahlten Erwerbsarbeitsstunden ist aber immer noch unter dem von 1991. Und gleichzeitig wird Erwerbsarbeit völlig ungleich verteilt. Wir haben eine stark polarisierte Arbeitszeit, unten viele Menschen, die mehr arbeiten möchten, oben solche, die viel zu viel arbeiten. Und die Integration in den Arbeitsmarkt erfolgt in einem hohen Maße über unsichere, heikle, unwürdige, schlecht bezahlte, wenig anerkannte, eben deshalb prekäre Arbeit. Es gibt viele Versuche, das zu vertuschen, nicht? Das DIW zum Beispiel, wenn ich hier in Berlin bin, macht es dann so, das Vollerwerbsarbeitsverhältnis bei 30 Stunden die Woche anfangen zu lassen. Ich kenne keinen Tarifvertrag, nicht? Der bei 30 Stunden Vollerwerbsarbeit konstatiert. Also das sind solche Versuche, das Problem kleinzureden. Das Problem existiert. Zweite Ungleichheitserfahrung, die Vermögens- und Einkommensungleichheit. Also die Zahlen sind ja bekannt, ich sage es nur nochmal, 44 Personen in der Bundesrepublik, die so viel besitzen wie die ärmere Hälfte der Bevölkerung. Die Einkommensungleichheit in den wichtigsten OECD-Ländern seit den 1980er Jahren geht die Lohnquote, also der Anteil der Löhne am
Bruttoinlandsprodukt kontinuierlich zurück. Sie steigt jetzt leicht, aber ist weit von dem Niveau der 1980er Jahre entfernt. Und die Ursachen beschreibt der IWF, ich würde sie mit dem Wort Klassenkampf von oben bezeichnen, technologischer Wandel, die Macht der großen Konzerne, schwache Gewerkschaften oder geschwächte Gewerkschaften. Diese Ausprägung oder diese Ungleichheitserfahrung Vermögen, Einkommen hat in der Bundesrepublik nochmal eine besondere Variation, erfährt eine besondere Variation, weil wir eine Spaltung haben zwischen den Lohnabhängigen, die Stammbeschäftigte im Exportsektor sind. Da ist es gelungen, auch wegen starker gewerkschaftlicher Organisiertheit, die dort nach wie vor existiert, die Löhne zu halten oder sogar zu steigern. Und wir haben gleichzeitig in den unteren vier Dezilen über 20 Jahre Reallohnverlust gehabt. Auch das beginnt sich nur langsam zu korrigieren. Niedriglohnsektor will ich jetzt nicht ausführen. Und es gibt eine dritte Form der Ungleichheit, die kaum auftaucht, wenn man vor allen Dingen auf die Prekaritätsdimension fokussiert. Heute ist sie in den Nachrichten als Symptom genannt worden. Der zunehmende Stress, die psychischen Belastungen, die enorme Zahl von Ausfalltagen in den Betrieben. Darin deutet sich an, dass diese Form von der Flexibilisierung von Arbeit, wie wir sie erleben, auch verbunden mit dem technologischen Wandel, die Grenzen zwischen Arbeit und Freizeit einreißt und wir eine Tendenz erleben, die Oskar Nickt und Alexander Kluge schon vor Jahrzehnten als Balance-Imperialismus bezeichnet haben. Das heißt, die Flexibilitätszwänge aus der Erwerbsarbeit greifen auf alle anderen Tätigkeitsformen, Aktivitätsformen über und dominieren unser gesamtes Leben. Und selbst diejenigen, die weniger arbeiten, haben das Gefühl, immer mehr zu arbeiten, weil man nicht mehr abschalten kann und so weiter und die Druckmechanismen etabliert sind. So, das sind die drei wichtigsten Dimensionen von Ungleichheitserfahrung. Jetzt müsste man meinen, dass all dieses, zumal es dann in Variationen doch gemeinsam geteilte Erfahrungen sind, zum Aufschwung der Linken führen müssten. Das tun sie nicht. Warum? Aus meiner Sicht vor allen Dingen deshalb, das ist eine kurze Antwort auf ein sehr kompliziertes Problem, weil im gesellschaftlichen Alltagsbewusstsein bei den Lohnabhängigen selbst Deutungsmuster nicht mehr verankert sind, die eine Kausalität herstellen, jetzt platt gesagt, zwischen dem Reichtum der Reichen und der Armut der Armen, der Sicherheit der Sicheren und der Unsicherheit der Unsicheren und so weiter. Die Benennung solcher kausalen Mechanismen und ihre Verankerung im Alltagsbewusstsein, das war eigentlich die Leistung von Klassenanalyse, Klassentheorie. Also neben allem anderen unterscheiden sich Klassentheorien dadurch von Schichtungstheorien und so weiter, dass sie einen Kausalmechanismus benennen, nur noch 3 Minuten, okay, aber ich komme ja da nochmal dran, einen Kausalmechanismus benennen, der eben dieses leistet. Mir geht es jetzt nicht um die Theorien, sondern um ihre Wirkung im Alltagsbewusstsein. Diese Kausalmechanismen sind nicht mehr im Alltagsbewusstsein verankert, erstens, weil die Ausbeutungsmechanismen komplizierter geworden sind, schwer zu erkennen, deshalb Terrain ist für alle möglichen Verschwörungstheorien. Zweitens, weil wichtige lohnabhängige Milieus von der Linken preisgegeben worden sind. Das betrifft in erster Linie die Sozialdemokratie, es betrifft aber auch die Linkspartei. Dazu dann mehr in der Debatte. Es gibt weitere Gründe, die ich jetzt im Einzelnen nicht aufführe. Ich will nur einen letzten Gedanken hinzufügen, das soll erklären, was ich mit demobilisierter Klassengesellschaft meine. In einer Klassengesellschaft, in der Deutungsmuster fehlen, die solche Zurechnungen machen, die also dafür sorgen, dass klassenspezifische Ungleichheiten in kollektive Mobilisierung münden, wirken Klassenverhältnisse dennoch. Das ist ja Didier Erimon, der das schildert, und zwar in Anknüpfung eigentlich an Pierre Bourdieu und seine Kategorien. Ich würde sie radikalisieren, ich würde sagen, wenn es nicht gelingt, klassenspezifische Erfahrungen in progressive gesellschaftliche Mobilisierung zu verwandeln, dann wirken Klassen im Modus der Konkurrenz und der kollektiven Abwertung. Und das ist genau das, was wir erleben. Nicht? Also nur ein empirisches Beispiel, dann bin ich auch fertig. Die Arbeiter, die wir befragt haben in unseren Untersuchungen, die offen sich zu AfD und Pegida bekennen,
zum Teil aktive Gewerkschafter und Betriebsräte. Die zeichnen sich dadurch aus, dass sie ein Bewusstsein haben, das in vielen dem dichotomischen Arbeiterbewusstsein der späten 1950er Jahre ähnelt, oben und unten, ja, mit zwei wichtigen Unterschieden. Erstens gründen sie anders als die Arbeiter, die Popitz und Barth in den 50er Jahren beschrieben haben in Westdeutschland, auf den Arbeiterstatus keinen Stolz. Es ist nicht mit dem Bewusstsein kollektiven Aufstiegs verbunden, sondern sie fühlen sich als kollektiv abgewertet und verorten sich deshalb selbst häufig in der mittleren Mittelschicht oder so, weil sie zweitens immer noch Beschäftigte kennen oder Menschen kennen, denen es noch schlechter geht. Tschechische, polnische Leiharbeiter und so weiter und so weiter. So, und je ohnmächtiger sie sich fühlen, an den als ungerecht erlebten Verteilungsverhältnissen etwas ändern zu können, desto eher tendieren sie dazu, Konflikte zwischen oben und unten in solche zwischen innen und außen umzudeuten. Wir nennen das eine Ausprägung exklusiver Solidarität und die muss von den völkischen Populisten, ich nenne sie nicht mehr Rechtspopulisten, das sind völkische Radikalpopulisten, offen für faschistische Positionen, zumindest in Thüringen ist das der Fall, die brauchen nur noch radikalisiert werden. Und dann kommt es eben zu dem, was wir erfahren, dass die AfD zwar eine interklassistische Partei ist, die aus allen Gruppen der Bevölkerung Anhänger sammelt, aber eben überdurchschnittlich viel Zustimmung erfährt unter Arbeitern, kleinen Angestellten und auch überdurchschnittlich viel Zustimmung selbst unter Gewerkschaftsmitgliedern. Gut, da kann ich direkt... Da können wir direkt mit Hans-Jürgen natürlich weitermachen. Also wenn die Rechten vor allem auch stark sind in den Klassenfraktionen, die gerade auch Klaus benannt hat. Hans-Jürgen, wie erklärst du dir den Aufstieg der Rechten, gerade auch innerhalb der Gewerkschaften? Ob es vor allen Dingen und überproportional bei den Arbeitern und Arbeitslosen der Fall ist, das sei mal dahingestellt. Ich habe den Eindruck, dass wenn man das zu stark auf den Bereich fokussiert, einem der Gesamtcharakter der Bewegung doch ein bisschen aus dem Blick gerät. Es ist allerdings wichtig und groß genug, um sich ernsthaft darum zu kümmern, dass mich da jetzt keiner falsch versteht. Aber ich glaube, dass man wirklich sich insgesamt mal das Phänomen etwas genauer anschauen muss. Und da sehe ich sowohl von den Deutungsmustern als auch von den sozialen Trägergruppen und als auch von den psychologischen Ursachen sehr unterschiedliche, die man kurz mal benennen möchte, die ich kurz mal benennen möchte. Wir haben natürlich diejenigen, die Prekaritätserfahrung haben, die aus den Betrieben rausgeflogen sind und die den Eindruck haben, dass sie chancenlos an den Rand der Gesellschaft gedrückt worden sind, als eine potenzielle Empfängergruppe. Wir haben zweitens diejenigen, die noch in den Betrieben sind, die die Deprivationserfahrung noch nicht selber gemacht haben, die aber gesehen haben, wie es geht, die an Hartz IV denken und denen die Knie weich werden. Das geht bis weit in die Mittelschicht hinein und hat mit Gewerkschaftsmitgliedschaft nicht unbedingt was zu tun. Und das bitte ich auch bei der gesamten Phänomenbeschreibung mitzubringen, wir haben eine reorganisierte, professionalisierte rechte Elite, die mit einer Kunst und Geschick im politischen Agenda-Setting das, was es an Potenzialen in der Gesellschaft gibt, und zwar in allen Bereichen der Gesellschaft, bis hinein ins Bildungsbürgertum, organisiert und klassischer hätte es Althusser sich gar nicht vorstellen können, über ein ideologisches Anrufungsmodell die Individuen, die sich depravitiert fühlen, die sich an den Rand gedrängt fühlen, die sich abgewertet fühlen, denen man die Anerkennung verweigert, insofern ansprechen, als man sie aufwertet, indem man ihnen anbietet, Mitglied einer Bewegung zu werden, die dann genau die Wiederaufwertung beinhaltet und die ihnen dann scheinbar einen Ausweg aus den Lebenssituationen liefert, in denen sie diese Erfahrung gemacht haben. Und jetzt, und da stimme ich mit Klaus Dörre vollkommen überein, diese subjektive Situation, die quer durch die Gesellschaft geht, ist eine Situation, die im höchsten Maße umkämpft ist. Und es ist natürlich ein wichtiger Faktor, dass sowohl die Gewerkschaften als auch die linken Parteien, als auch die linken Intellektuellen in der Situation, in der sie am stärksten gefragt werden, offensichtlich die wenigste Mobilisierungs- und Orientierungskraft haben. Und deswegen wird dieses Anerkennungs- und Orientierungsvakuum von rechts besetzt. Und das ist ein Riesenthema in allen Bereichen. Und jetzt ist natürlich die Frage, wie machen Sie das? Und das ist relativ klar und darauf zielt ja auch die Frage.
Sie machen das über rassistische Ressentiments. Sie machen das über klassisch-faschistische, rechtspopulistische. Sie machen es aber auch über eine neue Wiederentdeckung der sozialen Frage, die ihnen dazu dient, sich als scheinbar linke Opposition gegenüber, Zitat aus der rechten Szene, dem Raubtierkapitalismus zu profilieren und die Gewerkschaften scheinbar in den Betrieben von links zu kritisieren. Dort, wo sie in den Betriebsratswahlsituationen aufgetreten sind, sind sie nicht als Rassisten und nicht als Chauvinisten aufgetreten. Da sind sie aufgetreten als diejenigen, die die etablierte Gewerkschaftspolitik, die etablierte Betriebsräterpolitik kritisiert hat. Und oftmals hatten sie natürlich auch Anlässe, die kritikwürdig sind. Und diese Form macht mir fast noch mehr Sorgen. Es ist nicht sozusagen der Aufschwung von offenen Rassisten, sondern es ist die Fähigkeit, offensichtlich die Opposition in den Betrieben, jetzt dem Organisationsbereich der IG Metall, gegenüber den etablierten Betriebsräten, gegenüber der IG Metall zu organisieren. Insgesamt ist es fast vollständig gelungen, den Zugewinn zu verhindern. Es gibt relativ wenige zusätzliche Mandate, es gibt welche, das will ich nicht wegreden, aber die Zahlen insgesamt signalisieren nicht das Problem. Die Zahlen scheinen eher erstmal relativ problemlos zu sein, in Anführungszeichen. Also von 11.000 Betrieben, die wir in dem Metall- und Elektrobereich haben, gibt es 9 Betriebe, wo es harte Auseinandersetzungen gegeben hat. Und von den 353 Mandaten, die dort vergeben worden sind, haben sie 19 errungen. Das sind etwa 3-5% unterschiedlich. Wenn man jetzt mal vergleicht, dass sie genau in diesen Orten bei den Wahlen der Kommunalwahlen, bei den Bürgermeisterwahlen, bei den Landtagswahlen, bei den Bundestagswahlen die AfD-Wahlergebnisse von 25, 30, 35, 40% bekommen hat, ist das erstmal auch möglich, das als einen demokratiepolitischen Erfolg der Kolleginnen und Kollegen in den Betrieben zu werten, dass es dort gelungen ist, offensichtlich die offene Artikulation dieser Strömungen zu verhindern. Aber es ist natürlich keine Entwarnung, weil die Treiber, die wirken weiter. Und deswegen steht jetzt die wichtige Frage an, wie geht man damit um? Und das müssen wir diskutieren und ich will 2, 3 Gedanken dazu äußern. Erstens, man muss natürlich damit anfangen, dass man entlarvt, dass es sich um eine linke Opposition handelt. Man muss damit anfangen, dass man selbst die eigene politische Praxis kritisiert und wo es Anknüpfungspunkte, wo es Unzufriedenheiten der Belegschaften gegenüber etablierten Betriebsräten, gegenüber der IG Metall gibt, die berechtigt ist, muss diese aufgegriffen und korrigiert werden. Zweitens muss man aber zeigen, dass alles das, was da an Opposition von rechts daherkommt, natürlich vieles im Sinne hat, aber keine Emanzipation und keine soziale Interessenvertretung der Beschäftigten. Und das, glaube ich, muss man mit einer Doppelstrategie tun, die ich vor einiger Zeit dann mal als Doppelstrategie aus klarer Kante und offener Tür benannt habe. Mit Blick auf die Organisatoren, mit Blick auf diejenigen, die von dem harten Kern kommen. Und das sind, da hat der Klaus vollkommen recht, das sind keine Rechtspopulisten, das geht bis in die harte, offene, neofaschistische Szene hinein. Und mit Blick auf diejenigen, die jetzt von den Ressourcen profitieren werden, die durch den Einzug der AfD in den Parlamenten zur Verfügung stehen wird. Wir werden es mit einer Ressourcenexplosion des Rechtspopulismus zu tun haben, der dadurch vonstatten kommt, dass der Einzug in die Institutionen der parlamentarischen Demokratie gelungen ist. Da braucht man keine Debatten, da braucht man keine Diskurse, keine Aufklärungsdebatte, da muss man demokratischen Kampf machen, da muss man kämpfen, da muss man klare Kante zeigen und da muss man in die Konfrontation gehen, wo immer sie sich stellt. Etwas anderes ist meiner Auffassung notwendig mit denjenigen, die umkämpft werden von den Rechten. Mit denjenigen, die Objekte dessen sind, was Klaus als die Krise beschrieben hat. Da, denke ich, geht es schlicht und einfach um Deutungsangebote und um ein Angebot, und das meine ich mit offener Tür. Ich meine mit offener Tür nicht zugehen auf die rechte Position. Mit offener Tür meine ich die Einladung, den berechtigten Wut, die berechtigte Empörung, die berechtigte Kritik nicht in rechtspopulistische, Pegida oder sonstige halbfaschistische oder ganz faschistische Bewegungen einzubringen, sondern in linke, progressive Bewegungen einzubringen. Nicht ihnen auszureden, dass sie zu Recht sauer sind auf das System wegen Hartz IV und ihnen auch nicht auszureden, dass sie zu Recht sauer sind auf die Verteilung des Reichtums. Aber den diskursiven Kampf darüber zu führen, ob es einen Sinn macht, das Ganze nicht mehr als Oben- und Unten-Konflikt, sondern als Innen- und Außenkonflikt zu thematisieren oder ob es nicht mehr Sinn macht, die gewerkschaftliche Gegenmacht zu organisieren, dann wirklich zu intervenieren in diese Beziehung.
Das halte ich für einen ganz wichtigen Punkt und ich glaube, dass das mit das Schwierigste ist. Und ein dritter Punkt ist mindestens genauso wichtig und damit will ich schließen. Meine Alltagserfahrungen in den Gesprächen mit den Kolleginnen und Kollegen, die mit mir reden, diejenigen, die Klaus und andere interviewt haben, äußern sich mir und anderen gegenüber so nicht. Die mit mir reden, die haben Sachen im Kopf, wo ein normaler Mensch sich gar nicht vorstellen kann, wie das in einem Kopf zusammengeht. Mir fällt es immer noch schwer, sich vorzustellen, wie solidarische Interessenvertretungspolitik im Betrieb, oftmals unter Einschluss natürlich auch von Nichtdeutschen und von prekären Beschäftigten, auf der einen Seite zu vereinbaren ist mit dem Feierabendspaß bei der Pegida mitzulaufen oder sich gar noch härter in rechtsradikalen neofaschistischen Parteien zu organisieren. Das ist irgendwie ein echtes Phänomen. Es gibt einen Trick, das in Übereinstimmung zu bringen, von dem wir mittlerweile wissen, auch dank von empirischen Studien, wie Klaus und andere sie gemacht haben. Das ist einfach eine Vorstellung, die eine strikte Arbeitsteilung vornimmt. Die Denke ist, ja, Gewerkschaften sind gar nicht so schlecht, aber die sollen sich um die Betriebe kümmern, die sollen sich um den Tarifvertrag kümmern, die sollen sich um die Löhne kümmern und aus der Politik sollen sie sich raushalten. Und wenn es um die Politik geht, dann habe ich das Recht, zur Pegida zu gehen und da lasse ich mir von dieser IG Metall nichts sagen. Und der einzige Weg, dagegen vorgehen zu können, ist die offene Ablehnung und die aggressive Ablehnung dieser zugemuteten Arbeitsteilung. Und die offensive Thematisierung eben genau dieses politischen Mandats auf Seiten der Gewerkschaften, dass man eben nicht dieser Arbeitsteilung mitmacht, sondern dass eine Gewerkschaftspolitik, die wirklich auf Veränderungen in der Gesellschaft wirken will, natürlich nicht nur in den Betrieben aktiv sein muss. Da muss sie ihre Kraft herbringen, aber die Kraft muss in die Gesellschaft kommen und das bedeutet, wie wir das immer genannt haben, die Reformulierung eines offensiven politischen Mandats, die bewusst diesem Deutungsmuster und diesem Versuch, dieses Kuddelmuddel im Kopf zusammenzubringen, konterkariert und dagegen vorgeht. Also ich glaube, aus dieser Politik mit Elementen dieser Art, könnte es eine Chance geben, dem aktiv entgegenzuwirken. Ob das klappt, das wissen wir auch nicht. Ich befürchte nur, mit der Lokalisierung auf einzelne Bevölkerungsgruppen werden wir da nicht hinkommen, sondern die soziale Bewegung des Rechtspopulismus, die noch offen ist, ist verbreitet in der gesamten Gesellschaft. So müssen wir sie analysieren und so müssen wir sie auch attackieren. Hans-Jürgen ist schon in die Handlungsperspektiven reingegangen. Ich gehe noch mal einen halben Schritt zurück und frage dich, Christina, du beschäftigst dich ja, ich habe es ja eingangs gesagt, seit doch mehr als 3 Tagen mit dem Zusammenhang von Neoliberalismus und Rechtsextremismus. Nun ist der Neoliberalismus doch auch schon älter als 5 Jahre und auch extrem rechte Einstellungen in der Bevölkerung gibt es auch schon deutlich länger als 5 Jahre. Wie erklärst du dir, dass gerade jetzt die Rechte in Deutschland so reüssieren kann? Ja, Dankeschön. Ich will vielleicht 2 ganz kurze Vorbemerkungen machen. Das eine ist ein bisschen geht in die Richtung, die Hansi jetzt auch gesagt hat, die Fragestellung der AfD so stark auf Erwerbslose und Arbeiter zu beziehen. Sozusagen, wir sollten nicht vergessen, dass die AfD nach wie vor eine Partei der Besserverdienenden ist, die gegründet worden ist von Rechtsabspaltung der CDU und CSU und von Leuten, die eine ganz bestimmte Kapitalfraktion sozusagen nach vorne pushen wollten, um, sage ich jetzt mal, Kapitalfraktionen, die von Frau Merkel nicht so viel zu erwarten haben wie andere. Das heißt jetzt nicht, dass es nicht ein Problem ist, aber ich finde, wir sind gerade in linken Diskussionen oft sehr schnell bei dem Bereich sozusagen der Debatte, der uns betrifft, weil sie uns, soll man sagen, ein wenig ins Herz trifft. Das ist die 2. Vorbemerkung, die ich machen möchte. Die Fragestellung, warum die Arbeiterklasse oder Leute aus der Arbeiterklasse in politische Projekte eingebunden oder einbezogen werden, denen sie materiell oder aufgrund anderer Interessen eigentlich von denen sie nichts zu erwarten haben, außer eine Feindschaft, ist ja ehrlich gesagt eher ein historischer Normalzustand als andersrum. Da wir jetzt am 200. Geburtstag von Karl Marx sind, würde ich bei der Gelegenheit gerne mal an den 18. Brumaire erinnern, der genau diese Fragen sozusagen sehr gut zeigt an einem Beispiel, mit dem wir wahrscheinlich alle nichts mehr anfangen können, also die Frage sozusagen, warum in dem Klassenverhältnis zwischen oder in den Auseinandersetzungen von Napoleon, dem Parzellbauern und der Bourgeoisie sozusagen plötzlich ein Bündnis entstanden ist, wo Leute nach vorne gegangen sind, ein Projekt vertreten haben, mit dem sie nichts verbinden, sozusagen materiell.
Und ich glaube, diese, sozusagen, so weit müssen wir zumindest in der Diskussion unseres Klassenkampfes kommen, dass wir sagen, die Arbeiterklasse gibt es nicht als solche, das ist eine analytische Kategorie. Darin wird gekämpft, da wird entlang von ideologischen Kampflinien gekämpft. Und unsere Frage muss sein, wie können wir sozusagen die Spaltungslinien so verschieben, dass sie sich eben nicht entsprechend der rechten Debatte sozusagen abspielen, sondern der die sinnvollen und nach vorne treibenden Spaltungen von oben nach unten, Mieterinnen versus Immobilienkonzerne und so weiter, wie die in den Mittelpunkt geraten. Ich muss mich insgesamt entschuldigen, bin ein bisschen gesundheitlich angeschlagen. Ich hoffe, man merkt es nicht zu sehr. Jetzt zu der Frage, warum gerade jetzt? Ich glaube, wenn wir einen ganz kurzen Schritt zurückgehen und schauen, wie ist es denn sonst in Europa gelaufen mit den Konjunkturen der Rechten, ist es ja so, dass eigentlich in fast ganz Europa, darauf bezieht sich ja auch das Buch von Erebon, was du anfangs zitiert hast, das ja sehr viel älter ist, als es hier die Übersetzung in Deutschland ist, Anfang der 2000er Jahre eine große Konjunktur der rechten Parteien gesehen hat. Und ich glaube, dass man in den Untersuchungen um diesen Zusammenhang herum sehr gut verstehen kann. Da vorne ist er. Deiner war das, glaube ich. Sehr gut verstehen kann, was da passiert. Es gab eine von mir immer wieder ausführlich zitierte europaweite Untersuchung zur Frage von Veränderung von Erwartungen und Anforderungen in der Arbeit und in der Gesellschaft Anfang der 2000er Jahre, die vor allem auf Bereiche konzentriert hat, die neoliberaler Umgestaltung unterworfen waren, also zum Beispiel Beschäftigte in Betrieben in Österreich, die vom Staatseigentum in den öffentlichen Markt übergegangen sind oder in den offenen Markt übergegangen sind. Und Leute befragt hat, die dann zu den Rechten übergetreten sind. Und ganz viele Aussagen, die Leute getroffen haben, waren dann in der Richtung von, naja, ich habe immer die Arbeiterparteien gewählt, früher war das die Sozialdemokratie, heute sind es die Rechten. Das war ja eine ganze Konjunktur, sozusagen Anfang der 2000er Jahre, wo die ganzen rechten Parteien eben sich nicht mehr als Vorreiter des Neoliberalismus dargestellt haben, sondern versucht haben, sich sozusagen als Parteien der kleinen Leute zu präsentieren, in gewisser Weise eine Transformation von den 90er Jahren in die 2000er Jahre, die AfD in einem sozusagen rapiden Nachholprozess irgendwie nachgebaut hat von rechtsneoliberalen Positionen, die dann versuchen, sozusagen so eine Art Arbeiterbewusstsein mit aufzugreifen. Das bleibt natürlich beides bestehen und wenn sie politisch was zu tun haben, dann gewinnt immer der rechte Neoliberalismus. Also muss man im Blick haben, aber das ist sozusagen der Prozess und was ist das, worauf das aufsetzen kann, ist einerseits eine Veränderung in den Alltagswahrnehmungen der Arbeit, des Arbeitsregimes, die Erfahrung von Stress, von Zukunftsperspektiven, die immer heißen, ich kann nicht das erreichen, was ich sozusagen für legitim halten würde, auch wenn ich mich noch mehr anstrenge, ich kann das, was ich erreichen will oder ich kann den sozusagen Status meiner Arbeitsanstrengung nicht durchhalten bis zur Rente, alles was hier zum Teil auch schon gefallen ist. Die Autoren der Studie, Hentges, Flecker und andere, die bezeichnen das sozusagen als Erfahrung des gebrochenen Vertrages, also es tauscht sich nicht mehr der sozusagen soziale Sicherheit gegen harte Arbeit. Und der Vertrag lässt sich auch nicht wiederherstellen durch mehr harte Arbeit, sondern dieser Zusammenhang ist einseitig aufgekündigt worden von der Gegenseite und das nährt Ressentiments gegenüber Leuten, die so, bei denen man den Eindruck hat, dass die ohne harte Arbeit irgendwie abgesichert werden, auch wenn es auf einem niedrigen Niveau ist. Das andere ist sozusagen Abstiegsangst aufgrund eben der ständigen Erfahrung im Niedriglohnsektor und anderen, die einfach dazu führen, dass die Leute keine Perspektive entwickeln. Ich glaube, dass man aus der heutigen Situation noch hinzuzählen müsste, die kontinuierliche Erfahrung mit dem, was man sozusagen wissenschaftlich kommunale Austerität nennen könnte. Also die Leute erleben seit vielen Jahren im Alltag, dass sie in der Kommune, in der Stadt, gibt es eine definierte Menge Geld. Da ist ein Deckel drauf. Wenn man was will, muss man es jemand anderem wegnehmen. Wenn Leute kommen, die Ansprüche stellen, dann geht das auf die eigenen Kosten. Die Vorstellung, dass sozusagen die öffentliche Ausstattung irgendwas damit zu tun haben könnte, was der gesellschaftliche Bedarf ist, die ist weitgehend weg. Das geht bis sozusagen in die sympathischen Bereiche der aktiven Flüchtlingshelfer hinein, die jetzt nach Jahren der Flüchtlingshilfe sagen, ich habe die Leute immer unterstützt, also nicht die Flüchtlingshelfer, ne? Es gibt einzelne Leute, die sowas sagen, wir haben die Leute immer unterstützt, aber jetzt sind wir so sehr am Ende unserer Kräfte, es geht nicht mehr, mehr können einfach nicht mehr kommen. Und sozusagen die Perspektive zu verschieben und zu sagen, aber warum müsst ihr das eigentlich machen?
warum ist das nicht das, wofür wir Steuern zahlen, warum zahlen nicht andere Leute dafür? Diese Perspektive ist aus dem Horizont von ganz vielen Leuten einfach verschwunden und das nimmt natürlich einen ganz großen Bereich von Gestaltungsdenken, von grundlegendem Demokratieverständnis sozusagen aus der ganzen Debatte heraus und das, glaube ich, muss zurückgenommen werden. Ganz kurz zu der Frage, warum ist dann eben Anfang der 2000er rechts nicht in Deutschland zu so einem Aufstieg gekommen. Ich glaube, das hat 2,5 Gründe. Der eine ist, dass es in Deutschland ja so eine Art populistische Unterströmung gibt. Also alle möglichen Parteien haben immer wieder versucht abzugrasen, was da sozusagen nachwachsen konnte. Da gab es immer mal Versuche mit dem Projekt 18 von der FDP oder immer mal so. Dann gab es eine relativ große Tabuisierung in der Gesellschaft, dass eine wirklich rechte Partei hochkommt. Die CSU hat sich immer bemüht, aber ich glaube ehrlich gesagt, jetzt massenwirksam der größere Faktor war, dass in der Zeit die Linke entstanden ist, in der ganz viele Protestpositionen und Gegenwehr gegen das, was sonst niemand mehr gesagt hat, eben links geframed wurde oder von links politisiert worden ist und die Leute angezogen hat, es zur Sprache gebracht hat, aber mit den Leuten zusammen die Politik gemacht hat. Und jetzt sind halt über 10 Jahre vorbei und da sagt ja ein bisschen Eribon auch, es gibt natürlich ein Problem, wenn man sozusagen zwar die richtigen Sachen sagt und fordert, aber sozusagen ja keine gesellschaftlichen Gestaltungserfolge sozusagen für sich in Anspruch nehmen kann. Bei Eribon sagte, dass er noch so vermischt, dass man sozusagen kaum noch die Kritik an der Sozialdemokratie von einer nicht, glaube ich, mitgemeinten Kritik an der kommunistischen Partei unterscheiden kann, sozusagen, warum die denn eigentlich mit den Niedergang da erlebt hat. Aber ich glaube, das steht so ein bisschen, ist zumindest einer der Gründe. Wobei ich auch da noch ein bisschen einschränkend sagen würde, wir haben ja also die Linke hat ja in der Zeit sehr, sehr viele Leute angezogen und zieht im Moment auch sehr, sehr viele, ist eine wachsende Partei und ist eine sich ausbreitende und sich verankernde Partei, die in anderen Bereichen sozusagen der Arbeiterklasse ja erhebliche Zugewinne hat. So. Aber das, glaube ich, ist sozusagen damals der zentrale Unterschied gewesen und hatte die Möglichkeit, das, was man sozusagen an Frustration und an Ungerechtigkeitsempfinden in der Gesellschaft hatte, sozusagen in einen anderen politischen Zusammenhang zu stellen. Und ich glaube, um diesen politischen Zusammenhang der Erfahrung gilt es auch jetzt zu kämpfen. Natürlich ist es so, das wird ja immer wieder gesagt, bestimmte rassistische Vorstellungen gibt es relativ konstant in der Gesellschaft, 10-13%. Die Frage ist aber ja, man kann zumindest mit Rückblick auf die Rassismusforschung auch sagen oder der Einstellungsforschung, viele dieser Einstellungen sind nicht immer, also die sind nicht fix, so sagen wir ein bisschen in der linken Debatte, gibt es ja immer so ein bisschen implizite Bezüge auf den autoritären Charakter, wo man immer davon ausgeht, wenn die Leute einmal so sind, sind sie immer so, aber tatsächlich verändern sich diese Wahrnehmungen in je nach sozialen und gesellschaftlichen Situationen und selbst wenn sie sich nicht verändern, wenn die Leute sozusagen ihren Rassismus weiter pflegen, ist ja die Frage, wann wird das eigentlich zu dem Thema, das gesellschaftlich und bewusstseinsfüllend, handlungsleitend und wahlentscheidend wird für sie. Und das war es eben ganz, ganz lange nicht. Die Situation, glaube ich, kann man aber nicht einfach so zurückdrehen. Sozusagen also der Kampf sozusagen um diese Problemdefinition ist ein anderer, wenn es eine etablierte rechte Partei gibt, die ja auch nicht nur eine etablierte rechte Partei ist, sondern das eigentliche Problem ist ja auch, wenn wir zurückschauen auf das Jahr 2016, dass der Rechten gelungen ist, die zentralen gesellschaftlichen Problemdefinitionen zum Mainstream zu machen. Also 2016 bei den Landtagswahlen, da gab es im Vorfeld keine einzige Diskussion, die sich nicht um das Problem der Flüchtlingsflut gedreht hat. Und andere Themen waren faktisch inexistent. Jetzt mal abgesehen davon, dass sozusagen ganz viele ihrer Forderungen auch sehr schnell umgesetzt worden sind, Verschärfung des Asylrechts und so weiter. Aber die öffentliche Debatte ist nicht nur sozusagen dadurch geprägt, dass es natürlich viele Leute sozusagen konservativen Revolution in den Medien auch gibt, die da aktiv dran mitrühren. Aber es gelingt immer wieder, Problemdefinitionen von rechts so zu setzen, dass alle in der öffentlichen Debatte sich daran abarbeiten. Und da, glaube ich, wird es dringend Zeit, dass sozusagen mit Bewegung, mit Macht und mit dem Angebot sozusagen anderer Feind- und Gegnerbilder deutlich gemacht wird, dass dieses Feld verlassen wird und dass die Kämpfe woanders geführt werden und um andere Dinge gehen.
Ich greife mal auf, was du am Ende gesagt hast, oder in den letzten ein, zwei Minuten, dass rechte Einstellungen, du hast von den 10-13% gesprochen, dass die natürlich nicht fix sind, und möchte die Frage an Klaus weitergeben, also wie es möglich sein kann, eine klassenspezifische Erfahrung progressiv zu verwandeln, was du vorhin angedeutet hast. Also hast du da vielleicht auch Erkenntnisse aus den Befragungen, die ihr in den Betrieben macht? Also gibt es da Anknüpfungspunkte, um eben die Klassenerfahrung ja, progressiv zu wenden? Also das Problem besteht aus meiner Sicht schon darin, dass wir gegenwärtig nicht über eine fundierte Klassenanalyse der bundesdeutschen Gesellschaft verfügen. Das wird schon daran deutlich, wie über gesellschaftliche Mitte gesprochen wird. Also im größten Teil der Debatte läuft das so, wenn also der Arbeiterthese widersprochen werden soll, dann wird gesagt, Arbeiter sind sozialstrukturell sowieso eine Minderheit. Die Minderheit wird dann noch verkleinert. Sozialstrukturell, die Arbeiterklassenlagen sind so nach der Sozialstatistik etwa ein Drittel der Erwerbstätigen. Aber wenn man genau hinschaut, dann wird unter Mitte verstanden, habe gerade mit dem Kollegen Lesse nicht diskutiert, na, da könnte man die gesamte Mitgliedschaft der IG Metall der mittleren und oberen Mittelschicht zurechnen. Nicht? Also wer einen unbefristeten Arbeitsvertrag hat, einigermaßen gut verdient, der hat keine sozialen Probleme. Möglicherweise ist das eine Geschichte, die ungewollt der Prekaritätsdiskurs, den wir ja mit befeuert haben, ich selbst mit befeuert habe, mit verursacht hat. Nicht? Dass man glaubt, dass nur diejenigen Gerechtigkeitsprobleme haben, die richtig arbeitslos sind und in wirklich miesen Verhältnissen und so weiter. Das ist aber nicht der Fall. Ja, also ein gut verdienender Ingenieur bei Jenoptik, der nach 20 Jahren feststellt, er macht prima Arbeit, aber kriegt immer noch weniger Geld als der Kollege im Westen für gleiche Arbeit. Und das bei einer Arbeitszeitregelung tarifvertraglich, die über das hinausgeht, was im Westen nötig ist. Der kann schon an Ungerechtigkeitsempfinden leiden. Ja? Und ob der jetzt aber Mitte ist, darüber müssten wir mal intensiver diskutieren. Es gab Ende der 1960er Jahre eine intensive Debatte, die aus Frankreich kam, über neue Arbeiterklasse. Da wurden diese Gruppen der wissenschaftlich-technischen Intelligenz als Cadres bezeichnet. Und die These von Turin, Mallet und anderen ist gewesen, dass das die neue Arbeiterklasse sei, die wahrscheinlich besonders militant sei, ich muss mich wieder beeilen, wahrscheinlich besonders militant sein wird, weil sie im Unterschied zu den anderen Lohnarbeiterklassen über ein Bewusstsein der Produktionsprozesse, das technische Know-how und so weiter verfügt und deshalb die Eigentumsfrage radikaler stellen kann. So. Das hat sich so nicht bewahrheitet, aber mit Blick auf die Digitalisierung und den schon im Gange und zurückliegenden technologischen Wandel wäre ich ein bisschen vorsichtig, die einfach als Mitte zu bezeichnen. Das ist klassenanalytisch, greift das viel zu kurz, weil es weder die Tätigkeit noch die Position im Betrieb reflektiert, noch die Lebens- und Reproduktionsverhältnisse, also die Miete und alles, was damit zusammenhängt. Nicht? Und deshalb muss man genauer hinschauen. Ich bin absolut d'accord mit allen, mit den beiden anderen, also mit Christina und Hans-Jürgen, dass der soziale, der rechtspopulistische Block ein interklassistischer ist. Ja? Aber wir dürfen dreierlei nicht übersehen. Ich versuche mal so zu sortieren, welche Probleme wir haben, dann höre ich auf. Das eine Problem und das kleinste in meinen Augen sind die rechten Betriebsratslisten wie Zentrum Automobil, die aufrufen, aus den Gewerkschaften auszutreten und die als eigenständige Listen oppositionell gegen die gewerkschaftlichen Listen antreten. Das ist das geringste Problem, nicht nur quantitativ, sondern die müssen ja auch die Leute haben, die müssen die geschult haben und so weiter. In Görlitz haben sie nicht eine Liste hingekriegt, die den formalen Kriterien entsprochen hat. Ja? Daran scheitert das im Moment schon. Es wird nicht so bleiben, fürchte ich. Ja? Das zweite Problem sind Betriebsräte, hat Hans-Jürgen auch angesprochen, die die besten Gewerkschafter sind, sich aktiv an Streiks beteiligen und so weiter und gleichzeitig sagen, im Betrieb mit der IG Metall oder mit einer anderen Gewerkschaft, aber in der Gesellschaft mit Pegida und der AfD. So, und das gibt es dort, wo wir soziologisch gebohrt haben, Tiefengebohrt haben, in Dimensionen, dass wir Betriebsräte haben mit 7 Betriebsratsmitgliedern und 5 demonstrieren auf der einen Elbe-Seite und 2 auf der anderen gegen Pegida. Ja.
Das ist eine dramatische Entwicklung. Und wenn wir jetzt genauer hinschauen, nehmen wir mal die Gewerkschaft der Polizei. Im rechten Rand ist zu Recht thematisiert worden, dass die Gewerkschaft der Polizei kurz vorm Kippen ist, in Richtung Rechtspopulismus. Unter der Hand wird uns gesagt, es gibt Landesverbände des DGB, wo wir nicht sicher sind, ob wir eine klare Frontstellung gegen die AfD überhaupt hinbekommen. Ja? So, das ist Problem 2. Die Zahl, dass 15% der Gewerkschaftsmitglieder AfD gewählt haben, Bundestagswahlen, stammt aus einer Presseerklärung des DGB. Und jetzt das dritte Problem, das hat Hans-Jürgen auch angesprochen, das ist das Alltagsbewusstsein von Arbeiterinnen und Arbeitern. Ja? Und da muss man einfach Folgendes sehen. Im Unterschied zu dem, was Christina angesprochen hat, als eine Phase, wo wir rechtspopulistische Unterströmungen in den demokratischen Organisationen und den Gewerkschaften hatten, gab es ja schon immer in großem Ausmaß rechtspopulistische Orientierung, haben wir jetzt eine Partei im Bundestag, in den Landesparlamenten mit Einfluss, Geld, Schulungszentren, und es besteht die Gefahr, dass sich diese parteipolitische Orientierung auch in den Arbeitermilieus nicht nur verfestigt, sondern auf Dauer gestellt wird. So, und wenn das passiert, dann haben wir als strukturelles politisches Problem, dass ein erheblicher Teil der potenziellen und realen Mitglieder von Gewerkschaft genau auf das drängen wird, was Hans-Jürgen sagt, nämlich auf parteipolitische Neutralität der Gewerkschaften. Und wenn man dem nachgibt, dann kriegen wir eine Entwicklung wie in der Endphase der Weimarer Republik. Das hatte ja Ursachen, dass der ADGB nicht aufgerufen hat zum Generalstreik gegen Hitler. Es hat eine stille Anpassung gegeben in der Endphase der Weimarer Republik. So, und diese Geschichte darf sich nicht wiederholen. Im Moment ist aber völlig unklar, wie die Weichenstellungen aussehen können, die gewissermaßen diese Gefahr zumindest eindämmen. Weil die Betriebsräte, die wir befragt haben, hatten ein Bewusstsein, was der Linie einer politischen Programmatik folgt. Die sind nicht mehr zu überzeugen, die Pro-AfD- und Pegida-Betriebsräte. So, und das ist die Herausforderung, deshalb teile ich inzwischen die Einschätzung von der wirklichen nationalsozialen Gefahr. Um dieser nationalsozialen Gefahr etwas entgegenzusetzen, hast du, Hans-Jürgen, ich glaube, gewerkschaftliche Klassenpolitik vorgeschlagen oder klassenpolitische Gewerkschaftspolitik, eins von beiden jedenfalls, irgendwas mit Gewerkschaft und Klassenpolitik. Also in dieser ganzen Diskussion um Klassenpolitik und auch um neue Klassenpolitik gibt es ja den nicht ganz unberechtigten Vorwurf, dass das ein sehr abstrakter Begriff ist und noch relativ wenig mit Leben und Praxis gefüllt wird. Vielleicht kannst du es ja mal versuchen, in 5 Minuten gewerkschaftliche Klassenpolitik ein bisschen zu füllen. Ja, so lange brauche ich gar nicht. Naja, ein Stück weit setzt diese Vorstellung, wieder sowas wie Klassenpolitik zu diskutieren, natürlich auch an dem an, was Klaus vorhin analysiert hat. Und deswegen beharre ich ja auch ein bisschen, dass auch diese Affinitäten, diese Offenheit für rechte Denkmuster eben nicht nur beschränkt sind auf die ein oder andere soziale Gruppe in der Gesellschaft, sondern dass sie wirklich die Gesellschaft quer durchzieht und auch alle, die in abhängiger Arbeit sind, quer durchzieht und auch darüber hinaus. Die gruppenbezogene Menschenfeindlichkeit, die Heidmeier und andere analysiert haben, die waren nicht auf Arbeiter oder Arbeitslose orientiert. Das geht bis in die Mitte der Gesellschaft. Ja? Und die Repräsentationskrise, die die Politikwissenschaft die ganze Zeit analysiert hat, dass sich immer mehr Menschen nicht mehr repräsentiert fühlen im politischen System, geht auch bis weit in die Mitte der Gesellschaft. Und den Alltagsrassismus und die kulturellen Elemente gehen da rein. Und das, was wir an Rechtsverschiebung erleben, was vorbereitet und gepusht wird, das kommt ein Stück weit auch aus dem Bereich der Intellektuellen. Schaut euch doch diese Diskurse mal an. Die akzeptierten Erzählungen, die unter Schriftstellern, unter Wissenschaftler, unter Journalisten gezählt werden, sind so weit nach rechts gerutscht, ja, dass das ein ganz wesentliches Element dieses Blocks, dieser Bewegung ist, die man eben dann bekämpfen muss. Und das ist mein Petitum. Das heißt nicht, ich will nicht vor der eigenen Türe kehren. Das ist vollkommen klar. Jeder muss das tun, dann kommt da hoffentlich auch was bei rum. Und deswegen will ich dazu was sagen. Im Grunde genommen will ich jetzt nicht die ganze Debatte wiederholen, was heißt heute Klassenpolitik und wie müssen
und ich will auf gar keinen Fall diese Auseinandersetzung wiederholen zwischen Klassenpolitik und Identitätspolitik und so, das ist jetzt alles nicht mein Thema. Was ich damit meine, ist im Grunde genommen, dass man wieder verstärkt und offensiver in die Debatte einbringen muss, dass es Menschen in dieser Gesellschaft gibt, und das sind die Mehrheit, die unterschiedlich, vielleicht in der Art und Weise, aber letztlich gemeinsam unter dem leiden, was wir kapitalistische Ökonomie nennen. Und die abhängig sind in ihrer Lebenssituation von den Konjunkturen oder Krisen der kapitalistischen Kapitalakkumulation, um das mal so sagen zu dürfen. Und diese Abhängigkeit und dieses Leiden darunter kann sich unterschiedlich artikulieren. Es kann sich artikulieren in Form von Dauerarbeitslosigkeit und ausgegrenzt sein. Es kann sich artikulieren in Form von dauernder Lohndiskriminierung. Es kann sich im Gender Pay Gap artikulieren. Es kann sich artikulieren in den blockierten Aufstiegschancen von nichtdeutschen Menschen. Und es kann sich bei den hochqualifizierten, gutverdienenden artikulieren, dass sie zunehmend ihre nackte Gesundheit in die Betriebe tragen und kaputt gehen an vielen Formen der Arbeit. Unterschiedliche Formen der Entwertung, der Unterdrückung, gleiche Ursache. Nämlich ein ökonomisches, soziales System, das sozusagen eben nicht von der Interessenlage der Menschen her gedacht wird. So. Das ist das Petitum, darüber stärker wieder zu diskutieren und gemeinsame Interessen davon auszudiskutieren. Dann spielen viele der Dinge keine Rolle, die von rechts gegenwärtig thematisiert werden. Und ich will einfach nur mal dafür werben, dass auf dem Gewerkschaftstag der IG Metall es eine wirklich, als gerade der Sommer der Migration auf dem Höhepunkt war, und als die Diskussionen waren und als es auch in den Qualitätsmedien überall die Debatte gab, ja, das geht jetzt aber auch wirklich nicht und man muss die Grenzen so aufmachen, kann man nicht und was macht denn die Merkel da und so weiter, gab es in dieser IG Metall eine große Welle, die 2 Jahre weitergelaufen ist unter der Überschrift Refugees Welcome. Und es war auch mitgetragen von den Kolleginnen und Kollegen im Ungelernten, im Helfer, im Segmentbereich, die real Angst haben, dass auf schnelle Zeit eventuell sie ersetzt werden, weil es dann Menschen gibt, die noch wehrloser sind und die dann noch stärker als Dumper, als Sozialdumping missbraucht und instrumentalisiert werden können. Und noch hält das in großen Bereichen. Das ist, und deswegen mache ich mir, was die Widerstandsfähigkeit gegen Rassismus und gegen Rechtspopulismus als Organisation insgesamt um die IG Metall keine Sorgen. Aber natürlich mache ich mir Sorgen um Mitgliedschaften und auch um Funktionsträger in den Betrieben, bei denen das anders läuft. Und die Frage, die ich ja vorhin schon ansatzweise mit ein paar Überlegungen thematisiert habe, ist jetzt, wie kommt man daran? Und auch das ist eine wichtige Aufgabe für die Gewerkschaften, aber es ist auch wiederum nicht nur eine Aufgabe für die Gewerkschaften. Und deswegen plädiere ich an jeder Stelle auf diesen erweiterten Blick, dass man sich wirklich die unterschiedlichen Akteure anschaut, weil der Kampf unterschiedlich geführt werden muss. Wir werden mit der besten, solidarischen, aggressivsten verteilungspolitischen Bewegung die Rechtsverschiebung in den intellektuellen Zirkeln nicht in den Griff kriegen. Ja, und wir werden auch die Verwendung der Ressourcen, die jetzt wirklich massenhaft, und das kann einem wirklich nur noch den Schauer über den Rücken laufen, wenn man sich das mal überlegt, was an Wahlkosten, Kampferstattung, an personellen Ressourcen, 90 Abgeordnete sitzen im Bundestag, die Geld kriegen ohne Ende, die wissenschaftliche Mitarbeiter kriegen ohne Ende, das ist eine Aufgabe, wo man an verschiedenen Ecken anpacken muss, bei den Gewerkschaften auch, aber eben nicht nur. Du hast gesagt, Hans-Jürgen, dass es nicht nur die Aufgabe der Gewerkschaften ist. Zum Glück haben wir hier eine Vertreterin auch der Grundsatzabteilung der Linkspartei neben mir sitzen. Christina, du kannst ja dann vielleicht, bevor wir dann das Podium gleich öffnen, nochmal sagen, welche Rolle die Partei spielen kann beim Kampf gegen rechts und auch beim Kampf für und mit einer neuen Klassenpolitik. Vielen Dank. Ja, ich kann mal versuchen zu sagen, zumindest was ich denke, was wir machen sollten. Nicht immer ist das, was auch geschieht, aber doch einiges. Ich glaube, ich habe im Einstieg gesagt, ich glaube, wir müssen den politischen, diesen ideologischen Klassenkampf einerseits aufnehmen als solchen. Ich will jetzt nicht sagen, dass nur weil ich sage, dass ich glaube, die sozialen Grundlagen sind für die Konjunkturen von Rassismus und extremer Rechte wichtig und zentral, will ich jetzt nicht gesagt haben, dass der Kampf gegen Rassismus, Kampf gegen Nazis, gegen das Vordringen der Rechten, die Verschiebung der Normalität sozusagen nicht ebenso zentral ist. Ich glaube, das ist ja jetzt schon angedeutet worden, ich will es nur an ein, zwei hinweisen, also dass offen darüber gesprochen werden kann in unserem Land, dass ausländische Menschen in Massenunterkünften zentralisiert und konzentriert werden,
das finde ich, also es sind ja immer wieder Punkte, wo man denkt, das kann doch jetzt nicht sein und dann kommt wieder noch einer, aber ich finde schon, dass all diese Normalisierung fast schlimmer noch ist als die Holocaust-Leugnung sozusagen von AfD-Vertretern oder den Zusammenhang zwischen Ausländern und behinderten Kindern oder der Zersetzung der Gesellschaft. Das sind ja alles sozusagen Dinge, die sind lange Zeit in unserer Gesellschaft mit Skandalisierung und Ausgrenzung, Tabuisierung beantwortet worden. Das funktioniert jetzt nicht mehr. Ich glaube, es gab eine ganze Zeit lang trotzdem den Versuch, sozusagen das immer wieder zu skandalisieren, in der Hoffnung, dass es die bürgerlichen Elemente sozusagen von der AfD oder von ihren Anhängern abspaltet. Das habe ich den Eindruck, macht sich ein bisschen Illusionen über die Verrohung des Bürgertums, die wir im Moment haben. Also ein Teil davon ist gegangen, aber der Rest sozusagen lässt sich davon nicht abschrecken. Ich bin mir auch nicht so sicher mit der Aufklärung, auch die muss man natürlich tun, über die wahren Ziele der AfD, die kompetenten Argumentationen gegen ihren Bullshit, den Protest gegen jeden Infostand. Das sind einerseits alles veritable Strategien gegen rechts, andererseits scheint es mir wie ein Ermüdungsprogramm für Leute, die eigentlich für eine bessere Welt kämpfen, und die Abwägung sozusagen zwischen beidem muss irgendwie gemacht werden. Es gibt im Moment eine sozusagen oft wiederholte Forderung, dass wir die Sprache der Menschen widersprechen müssen. Eine sozusagen häufige wie preiswerte Forderung eigentlich, weil nicht so ganz klar ist, was denn daraus folgen soll. Es gibt dann meines Erachtens zwei Richtungen, was das bedeuten kann. Das eine ist eine Politikvorstellung, die in gewisser Weise Politik nach Nachfrage und Angebot macht. Also eine Landkarte von Einstellungen und Alltagsäußerungen konzipiert und denkt, welche dieser Aussagen müssen wir übernehmen, damit wir diese und jene Milieus oder Vertreter sozusagen noch für uns bei der nächsten Wahl gewinnen können. Das halte ich für eine Strategie, die sinnlos ist. Also damit kann man keinen Hegemoniekampf aufnehmen und man wird da, glaube ich, nichts gewinnen. Das ist eine sozusagen taktische Überlegung, die ja immer wieder durch verschiedene Parteien, vor allem von Leuten geprägt wird, die sehr nah an den Medien sind, insofern auch die Hoffnung haben können, dass das, was sie sagen, sozusagen auch unmittelbar sozusagen gehört wird. Ich glaube, dass es für uns wichtig ist, die Sprache der Leute zu sprechen, um die Erfahrung, die sie machen, in ein anderes Licht zu rücken und eine alternative Erklärung anzubieten für ihre Erfahrung. Wir haben das zum Teil im letzten Jahr an einigen tausend Haustüren gemacht, in einkommensarmen Nachbarschaften vor allem, und haben Gespräche geführt mit Leuten, die eben sehr viel von dem geäußert haben, was wir jetzt auch immer hören. Ja, für uns war nichts da, jetzt kommen die Flüchtlinge, jetzt werden die hier versorgt, wir mussten das Haus verlassen, jetzt werden die Wohnungen bereitgestellt, damit die Geflüchteten da unterkommen und so weiter. In vielen, vielen Erfahrungen, in vielen Gesprächen hat sich gezeigt, dass es sehr wohl möglich ist, das Terrain auch zu verschieben in diesen Gesprächen. Also die einfache Frage, waren denn die Wohnungen billiger, als die Geflüchteten noch nicht hier waren und so weiter, haben schon das Gespräch verändert. Ich will jetzt nicht sagen, dass sie deshalb, also was oder wen sie gewählt haben, will ich damit nicht vorhersagen, aber ich glaube, das ist sozusagen das Wichtige. Klar müssen wir die Sprache der Leute sprechen, aber nicht um ihnen nachzuquatschen, sondern um mit ihnen über eine alternative Deutung der Welt zu sprechen. Und auch das ist nicht nur eine Sprachübung, sondern das wird nur funktionieren, wenn wir mit den Leuten zusammen andere Erfahrungen machen, wenn die Leute selber Politik nicht nur als etwas erfahren, was ihnen geschieht, sondern was sie selber tun, mit denen sie ihre eigenen Interessen durchsetzen können, in denen sie andere Perspektiven entwickeln in der Organisation, andere Feinde oder andere Gegner sozusagen wahrnehmen. Ich glaube, in solchen Erfahrungen, das klingt so ein bisschen naiv, aber tatsächlich glaube ich, dass es so ist. Die Leute verändern sich im Streik, sie verändern sich im Kampf gegen ihren Immobilienkonzern, der ihre Miete erhöhen wird, und sie verändern sich auch, wenn sie ihren Mitschüler vor der Abschiebung beschützen. Und unsere Aufgabe ist es, nicht nur der Partei, aber auch sozusagen diese Erfahrungen zu organisieren und für ein anderes Verständnis, sozusagen eine andere Politik erster Person einzutreten. Dabei glaube ich, dass die, hast du mir schon einen Zettel gelegt? Ja. glaube ich, dass die, als letzter Gedanke sozusagen, dass ich glaube, es wird uns nichts nützen, prekäres Klientel gegen Kernbelegschaften oder Mitte gegen unten zu diskutieren in der Debatte. Ich glaube, es muss darum gehen, ein Projekt hervorzubringen oder zu konzipieren, in dem diejenigen, die vom Neoliberalismus am stärksten betroffen sind, strategisch im Kern stehen und nicht nur angehängt werden, also nicht nur sozusagen die
keine Ahnung, die Industriearbeiter und die Frauen und die Migrantinnen und so weiter, sondern wir müssen, glaube ich, unser Politikkonzept unter dem Gesichtspunkt ändern, aber natürlich trotzdem verbindende Praxis und verbindende Klassenpolitik konzipieren. Wir machen das zurzeit in 3-4 Bereichen, versuchen wir das exemplarisch einerseits in dem Bereich, dass wir versuchen, uns im Pflegesektor, Gesundheitssektor stärker zu verankern und dort zu zeigen, einerseits, was bedeuten diese Arbeitsbedingungen für die Beschäftigten, für die Patienten und für den insgesamten Umgang der Gesellschaft mit diesem zentralen, fast alle Menschen betreffenden Bereich. Wie können wir darum herum sozusagen Konflikte hervorrufen, die die Leute zusammenbringen, denen sie gemeinsam für Dinge kämpfen. Das zweite, nur ganz kurz, sind sozusagen die Frage von Organisierung in Nachbarschaften und Protest gegen Mietsteigerung. Und das dritte ist der Bereich sozusagen, um ein neues Verständnis darum zu kämpfen, was in der Arbeit normal ist, was auch versuchen wird, sozusagen verschiedene Formen der Anstellung und der Beschäftigung zusammenzubringen, sodass man Felder findet, in denen die Leiharbeiter, die Kernarbeiter, die Prekären und die Solo-Selbstständigen sozusagen potenziell gemeinsame Punkte haben, an denen sie kämpfen können. Punkt. So, jetzt gibt es die Gelegenheit für Fragen und Anmerkungen. Wir machen das folgendermaßen. Wir werden jetzt eine halbe Stunde alle Fragen und Anmerkungen sammeln und dann wird es am Schluss eine Schlussrunde geben. Das hat den Vorteil, dass dann so viele Leute wie möglich sich zu Wort melden können. Ich mache parallel eine Rednerinnen-Rednerliste. Wenn ich nicht immer alles überblicke, seid nicht böse, dann müsst ihr euch vielleicht dann nochmal melden. Ich gebe dann so Zeichen, wenn ich die Meldung erkannt habe. Und ihr habt es vielleicht schon gemerkt, hier auf dem Podium herrscht ein strenges Zeitregime. Und das wird es auch jetzt geben. Ich bitte euch kurz zu fassen und nach 2 Minuten werde ich mit einem unangenehmen Geräusch euch auf die Zeit aufmerksam machen. Es wird sich ungefähr so anhören. Und dann solltet ihr bitte zum Ende kommen, weil 20, 30 Sekunden später werde ich dann nicht mehr aufhören, gegen das Glas zu klopfen. So, Meldungen bitte. Angelika Wernig. Ich möchte zu den Ausführungen von Klaus Dörre am Anfang kurz Stellung nehmen, zu den Aspekten, wie weit sich die Arbeitsgesellschaft verändert hat. Prekäre Arbeitsverhältnisse, Leiharbeit und bis in die Betriebe, bis in mittlere Milieus sich die Angst verbreitet hat, in Hartz IV abzurutschen. Nicht nur nach meiner Einschätzung, nach einer inzwischen verbreiteten Einschätzung, ist der Dreh- und Angelpunkt der Hartz-IV-Gesetzgebung und sehr nachdrücklich hat sich das gerade ausgewirkt, war die Sanktionsregelung, ja, die ja bis heute gilt und Jahr für Jahr an die 1 Million verhängter Sanktionen bedeutet. Und wenn man sich jetzt diese 13 Jahre Hartz-IV anschaut, wie sich da prekäre Arbeitsverhältnisse entwickelt haben, dann ist ein Dreh- und Angelpunkt das gewesen, dass man Menschen, die erwerbslos waren, über die Eingliederungsvereinbarung, über die Zuweisung von Leiharbeit, Zwangsarbeitsverhältnissen reinzwingen konnte in miese Jobs über den Sanktionsparagrafen. Es hat innerhalb der Parteien dann eine Veränderung gegeben, was die Haltung zu der Sanktionsregelung anbelangt. Also die Linke ist seit langem für die Abschaffung. Die Grünen waren seit 2009 für ein Sanktionsmoratorium. Die haben sich vor 1,5 Jahren entschieden, auch die Abschaffung zu fordern. Und es hat x Anträge gegeben im Bundestag, die immer abgeschmettert wurden. Worauf ich hinaus will, ist, wenn man ein ernsthaftes Zeichen setzen will gegen Leiharbeit, Zeitarbeit, gegen eine weitere Prekarisierung, dann wäre es für meine Begriffe hilfreich, wenn dort jetzt innerhalb der SPD, wo auch eine Besinnung, wo eine Debatte möglich ist über die Hartz-IV-Gesetzgebung, über Sanktionsregeln, dass man dort das auch gemeinsam anstößt und zeigt, wir sind bereit, hier was zu tun gegen die weitere Verbreitung von prekären Verhältnissen. Ganz hinten ein Mann mit Brille. Da hat sich jemand gemeldet. Genau, du. Ganz hinten ein Mann mit Brille.
Ich wollte auf den Punkt eingehen, wo es ums Alltagsbewusstsein von Arbeiterinnen bzw. die Deutungsmuster geht und da die Frage ins Publikum stellen, was ist die Rolle und Funktion von linken Intellektuellen in Gewerkschaften oder was müsste die Rolle sein und die Funktion von denen? Und aus so einem Hintergrund, aus so einem studentischen Milieu kommt, auch bei linken Aktivistinnen, finde ich es immer wieder erschreckend, wie wenig eigentlich über Gewerkschaften nachgedacht wird oder über die Funktion von Gewerkschaften, weil wenn wir von Organisationen der Arbeiterklasse sprechen, müssen wir, glaube ich, nicht, da kommen wir nicht drum herum, auch über den DGB und über die Gewerkschaften zu sprechen. Und wenn man sich die Aktiven, ich meine jetzt nicht einfach nur ein ruhendes Mandat anguckt, finde ich, ich bin Parteimitglied der Linken, auch immer wieder erschreckend, wenn man auf Mitgliederversammlungen ist und nur ein Bruchteil der Anwesenden überhaupt aktiv in den Gewerkschaften sind. Und dort wird ja auch der Kampf um die Köpfe von Arbeiterinnen und Arbeitern geführt. Und ich finde, das muss eine Aufgabe sein, die wir uns in Zukunft vornehmen müssen. Also diese Deutungsmuster und Interpretation, was heißt Krise, was bedeutet der Widerspruch zwischen Kapital und Arbeit und auch dieser sozialpartnerschaftlichen Paradigma entgegen was zu setzen. Dahin gab es eigentlich eine Meldung, aber jetzt sehe ich die Person nicht mehr. Dann gab es hier vorne eine Meldung. Ich muss leider ganz nach vorne laufen. Genau, von Ihnen. Danke, mein Name ist Christian Zeller. Die Schwäche der Linken hat ja auch viel mit den gesellschaftlichen Perspektiven zu tun oder mit den fehlenden gesellschaftlichen Perspektiven. Und bei allen drei Sprecherinnen und Sprechern hat jetzt eigentlich die Frage, die stoffliche Seite der Produktion oder dessen, was wir tun, gefehlt. Und das ist ein Aspekt, ist die ökologische Frage. Ja? Also wohin wollen wir gehen? Und da stellt sich auch die Frage, dass eigentlich weite Teile unserer Produktion ja an für sich in Frage zu stellen wären, wenn man von der stofflichen Seite her betrachtet. Ja? Und jetzt möchte ich eine Verbindung herstellen zum Begriff, den Klaus kurz eingebracht hat, mit der Verwendung auf die Begriffe in Frankreich mit dem Cadre. Und ich stelle die Frage, das ist eine Frage, ob nicht gerade die stoffliche Seite der Produktion und die ökologische Frage ein Angelpunkt sein könnte, wo man gut qualifizierte Menschen ansprechen könnte, auch perspektivisch über das hinauszugehen, wo wir sind. Also das kann weite Industriebereiche ansprechen, ne? Automobil, Luftfahrt, pharmazeutische Industrie, aber sogar im Finanzbereich. Ja? Also was soll dieser Finanzbereich und so weiter und so fort. Und ich glaube, das könnte eine Brücke sein, auch darüber hinauszugehen, wo wir jetzt sind und nicht nur defensiv. Ich glaube, man muss auch offensive Überlegungen anstellen. Jetzt haben wir die witzige Situation. Ach, da hinten gibt es eine Meldung. Dankeschön, Benjamin Opratko. Ich wollte zunächst Christina danken, dass sie den internationalen Kontext dieser Entwicklung ein bisschen hervorgehoben hat. Und ich würde anregen wollen, das noch ein bisschen zu verstärken und den vergleichenden Blick auf den Aufstieg rechter Parteien noch ein bisschen mehr auch in die bundesdeutsche Diskussion reinzuholen. Nicht nur im Hinblick auf Anfang der 2000er Jahre, sondern eben auch besonders im Hinblick auf die jüngste Vergangenheit, die jüngsten Entwicklungen, man hört das vielleicht, ich komme aus Wien, wo man sagen, vieles von dem, was hier als Befürchtung an zukünftige, noch zu verhindernde Entwicklung dargestellt wurde, sich sozusagen in kleinerer, also zumindest geografisch kleinerer Form beobachten lässt. Und ich würde insofern auch ein paar der Thesen, die vertreten wurde, sowohl am Podium als auch jetzt in der Diskussion zumindest in Frage stellen, weil wenn man diesen starken Zusammenhang annimmt zwischen forcierter Prekarisierung der Herstellung eines Niedriglohnsektors, der Schaffung von sowas wie dem Hartz-IV-Regime und gleichzeitig anerkennen muss, dass die extreme Rechte dort in Europa mit am stärksten ist, wo genau diese Dinge nicht in dieser Vehemenz durchgesetzt wurden, wie zum Beispiel in Österreich, dann wirft das Fragen auf und es würde mich interessieren, wie das am Podium beantwortet würde. Und als zweites wollte ich ein Element der Erklärung von Klaus Dörren nochmal aufgreifen, nämlich dass das fehlende klassenanalytische und klassenpolitische Wissen oder die fehlende Kommunikation seitens der Linken ursächlich dafür wäre, dass sich die beschriebenen
Prekarisierungserfahrungen, Verunsicherungserfahrungen nicht links artikulieren würden. Und ich hätte eine andere oder vielleicht komplementäre These, dass es nämlich nicht so sehr das fehlende Wissen im Alltagsverstand verankert wäre, sondern umgekehrt ein sehr erfahrungsgesättigtes Wissen, dass die Umsetzung von irgend sowas wie Veränderung mit der Linken nicht zu haben ist. Also es ist nicht sozusagen das fehlende Wissen um den Zusammenhang, sondern das vielleicht richtige Wissen um die fehlende Durchsetzungsperspektive der Linken. Und deswegen blickt man eher oder investiert man seine Leidenschaften eher in politische Projekte, die sagen, wir können tatsächlich etwas ändern, und wenn es nur das ist, Körper an Grenzen zu stoppen und möglicherweise auch mit Gewalt. Danke. Jetzt gab es wieder ganz vorne eine Meldung. Von Alex, genau. Ja, ich würde das gerne nochmal unterstreichen, den Gesichtspunkt von Christina. Ich finde, wir müssen ein bisschen aufpassen aus meiner Sicht, das immer zu Fragen der Einstellung der Unteren zu machen. Also ich meine, mein Hintergrund von der kritischen Theorie her legt mir nahe, der Antisemitismus in Deutschland war einer der geringsten in Europa in den 30er Jahren, geringer als in den USA. Und die Frage ist, was machen die Herrschenden? Und sie können auch mit einem relativ geringen Rassismus, das ist jetzt sozusagen die Pointe, daraus ein Herrschaftsmodell machen, ein Projekt und Menschen mobilisieren und damit also das tun, was wir ja kennen. Also das, finde ich, ist ein Gesichtspunkt, und da, also den ich stark machen würde, weil ich glaube, dass wir auch wirklich genauer gucken müssen, was Verrohung, also das war ja dein Stichwort, des Bürgertums bedeutet. Und es bedeutet ja unter anderem, und das scheint mir mit Marx 200 eine der wirklich großen Herausforderungen, nämlich eine, wie kann man sagen, ein Regime der Verwirrung über die Objektivität. Also wir müssen, glaube ich, auch nachdenken darüber, wie wir Gesichtspunkte der Objektivität, der Wahrheit von Neuem zur Geltung bringen, sodass das ein Gesichtspunkt ist. Ich meine, also mich würde es einfach interessieren, wie ihr das seht. Zu Hans-Jürgen würde ich gerne noch den Gesichtspunkt, also ich weiß nicht genau, wie du es gemeint hast, Hans-Jürgen. Ich finde, in meiner Beobachtung der Diskussion ist es sehr häufig so, dass wir mit Blick auf Flüchtlinge menschenrechtlich argumentieren. Das ist natürlich erstmal gut, ja. Aber es gibt von Gramsci her einen Gesichtspunkt zu sagen, es ist auch eine Hegemoniefrage, weil Gramsci war konfrontiert mit der Dauereinwanderung aus dem Süden. Und er sagt, das ist für die Arbeiterbewegung und die Linken eine extreme Herausforderung, weil es bedeutet, die Leute sozusagen permanent neu mit einer kritischen Sicht auf die Verhältnisse zu organisieren und zu mobilisieren. Und das heißt, ich glaube, dass es nicht nur darum geht, sozusagen menschenrechtliche Grundverständnisse sozusagen zu gewährleisten, sondern darüber hinaus zu gehen und zu sagen, da gibt es auch eine klassenpolitische und herrschaftspolitische Aspekte der einer anderen Organisierung. Der dritte Punkt ist mir entfallen, tut mir leid, aber es ist eben gut. Ich ziehe dich jetzt vor, genau im Sinne der Quotierung, also nicht Felix, sorry, sondern genau. Ja, Ariane Prenzell. Auf dem Podium haben Sie und Ihr formalistisch gegendert, aber analytisch und empirisch würde ich gerne wissen, was für Ergebnisse und Erfahrungen mit den Geschlechterverhältnissen und der Faschisierung auf dem Podium vorhanden sind. Das zweite anschließend an Alex Demirovic, Statusverluste, da geht es nicht nur um Prekarität, da würde ich total zustimmen, sondern eben auch um Statusverlieren, bürgerliche Mitte und weiter Reiche. Und ob das nicht eine wichtige Gruppe wäre, da auch zu gucken, wie Faschisierungstendenzen und so weiter sich entwickeln. Das waren meine Punkte. Dann direkt du mit der Mütze. Du mit der Mütze hattest dich noch gemeldet, oder? Da, ja. Hallo, ich habe zwei Fragen. Die erste richtet sich an Hans-Jürgen, und zwar der DGB hat ja sozusagen als Gründungsmythos den Antifaschismus, und irgendwie vermisse ich so ein bisschen, dass das irgendwie praktisch Folgen hat. Also du sprichst davon, dass irgendwie eine harte Kante gezeigt werden muss. Ich habe als aktiver Gewerkschafter in Verdi
da das versucht einzufordern und die harte Kante besteht daraus, dass mein Fachbereich in seiner Publikation die Themen behandelt, die die AfD behandelt, aber keine harte Position gegen die AfD einnimmt. Aus verschiedenen Gründen. Ein Grund, der einem immer wieder begegnet ist, dann verlieren wir Mitglieder. Meine Position ist ja bitte, die können wir auch verlieren. Wenn wir dafür ordentlich die soziale Frage beantworten und eine harte Kante gegen die AfD fahren, funktioniert das. Also wie stellen Sie sich eine harte Kante, oder du, wie stellst du dir eine harte Kante vor? Die andere Frage richtet sich an Klaus. Stefan Dietl hat in seinem Buch zur AfD und der sozialen Frage so als Kritik auch die Sozialpartnerschaft rausgearbeitet, dass die sozusagen gewerkschaftliche Kämpfe weichgespült hat und damit die ArbeiterInnen den Bezug zu Gewerkschaften verloren haben, weil sie sie wirklich nicht mehr als Interessenvertretung wahrnehmen. Wie würdest du das aus einer Forschungsperspektive einschätzen? Danke. Dann Felix. Erstmal danke für eure Vorträge. Mir ist ein Gedanke gekommen, als Benni jetzt gemeint hat, die vergleichende Perspektive in den Blick zu kriegen, dann fällt auch schon auf, dass immer da die Rechtspopulisten stark sind, wo die Sozialdemokratie sehr schwach ist. Wenn nicht sogar, wenn man sich jetzt die Niederlande anguckt oder so, will das sozusagen fast Regierungs- oder die FPÖ Regierungspartei wird, während sozusagen die Sozialdemokratie, zumindest in den Niederlanden, ja jetzt keine Schnitte mehr gewinnt. Jetzt ist die Frage, die ich mir stelle, erstens, wie kriegt man es hin, dass die Sozialdemokratie sich wirklich erneuert in Deutschland und nicht nur so tut, als ob, also gerade mit Blick auf Olaf Scholz und die schwarze Null und das Austeritätsregime in Europa. Und die andere oder zweite Frage, die vor allem an Christina geht, die ich mich auch sehr stark stelle, wie kriegt man das hin, wenn die Sozialdemokratie sich nicht erneuert, dass die Linke da zumindest irgendwas gewinnt davon, weil ich habe das Gefühl, die Linke, die Sozialdemokratie verliert massiv, aber die Linke kann daraus überhaupt keinen Gewinn schlagen und das ist doch eine sehr bedrohliche Situation, gerade wenn man eine vergleichende Perspektive einnimmt. Und immer da, wo sozusagen die radikale Linke oder die Linke stark war, wenn wir jetzt auf Griechenland gucken, wenn wir jetzt auf Portugal gucken, dann findet man dort keinen Rechtspopulismus. Ne? Also es muss schon irgendwie zumindest empirisch eine Korrelation zwischen diesen beiden Punkten geben. So, wir hätten jetzt noch Zeit für zwei, drei Meldungen. Da. Ja, Daniela Dahn, mir geht sehr im Kopf rum diese These, dass AfD-Mitglieder nicht mehr zu überzeugen sind. Das habe ich mit Schmerzen gehört, das klingt wie eine Kapitulation und ich frage mich, ich sehe das auch so, ich bin auch oft gescheitert bei Überzeugungsversuchen, aber ich frage mich, ob das vielleicht daran liegt, dass wir nicht genügend Überzeugendes vorzubringen haben. Hier war von einem alternativen Weltbild die Rede, haben wir dann das überhaupt? Es war davon die Rede, dass die meisten eben unter den Folgen dieser kapitalistischen Wirtschaft leiden, aber stellen wir dieses Wirtschaftssystem eigentlich grundsätzlich genug in Frage? Haben wir uns nicht viel zu sehr auch in einen Diskurs ziehen lassen, der mit kleineren Verbesserungen was erhofft. Die Transformationstheorie ist ja interessant, aber ich sehe nicht, dass sich was zum Besseren transformiert. Müssen wir nicht wirklich größere Fragen stellen? Müssen wir diese Wirtschaftsordnung nicht grundsätzlicher in Frage stellen? Also ihre Funktionslogik, die darin besteht, Wachstum und Profitmaximierung und die eben alles zerstört. Wir sehen das doch, aber wir stellen es nicht grundsätzlich genug in Frage. Diese Logik müsste gekippt werden in eine Logik des Gemeinwohls, aber das sehe ich zu wenig, weil das auch viel zu grundsätzlich ist. Da müsste ganz grundsätzlich an Eigentum, an Verteilung rangegangen werden und das trauen wir uns doch gar nicht als Linke. Und deshalb überzeugen wir nicht, nicht weil die AfD so stur ist. Während des kommenden Redebeitrags könnt ihr euch nochmal melden, danach schließe ich die Rednerinnenliste und laufe nicht so weit nach vorne, weil ganz hinten ist nämlich die nächste Meldung. Ja, ich habe zwei konkrete Fragen, zum einen an den Kollegen von der IG Metall. Wir reden ja auch oft über Fluchtursachen im Zusammenhang mit der AfD-Stärke. Ich nehme an, große Teile der Rüstungsindustrie gehören zu dem Einzugsbereich der IG Metall und mich würde interessieren, wie die Kollegen aus diesem Bereich dazu stehen, Rüstungsexporte zu minimieren, zu reduzieren oder gar
zu stoppen. Es geht ja auch an ihre Arbeitsplätze. Gibt es dafür Konzepte innerhalb der Gewerkschaft einer Produktionsumstellung, die man anwenden könnte, um eben die Fluchtursachen oder einen Teil der Fluchtursachen zu bekämpfen? Die zweite Frage ist an das Auditorium. Christina sprach hier von Konzepten, die es in ihrem Bereich zu entwickeln gilt oder die in der Entwicklung sind. Sind hier auch Bundestagsabgeordnete der Fraktion drin, die diese Konzepte aufnehmen könnten, oder wie funktioniert da die Kommunikation? Gut, gibt es noch eine Meldung da hinten? Ja. I thought our last question, because I'm the only one who is not speaking German among the. I'm very thankful to Christina the way she posed the question, or that we need to deal with people's problems, but that doesn't mean that we bow down to those the way they think. That we need to provide a radical interpretation of how those problems need to be resolved. And you said that your experience was that when you did that, people did seem to change. You were not sure whether that will translate into voting differently, but the experience did show that there was some kind of a change. Now, if that is an indication of the strength of the alternative vision, even if it's not 100%, maybe 60% or 51%, some success, then if the left is not gained, is it merely because you don't have enough workers who can go and tell people a different alternative? And if you were to have more workers, then that alternative vision will be able to succeed? And how are you going to get more workers who are able to talk that alternative language? Gut, wenn es jetzt keine weitere Meldung mehr gibt, das ist jetzt der Fall. Dann kommen wir zur Schlussrunde. Ihr habt jeweils 10 Minuten Zeit, auf die Fragen zu antworten. Ihr habt fleißig mitgeschrieben. Ich hoffe, dass ihr habt ja genügend Kapazität, geistige Kapazität, diese Fragen hinreichend zu beantworten. Wir fangen mit Klaus an für dein Schlussstatement. Okay, 10 Minuten, wie mache ich das? Ich versuche es. Hartz IV, das war ein Statement, dem ich mich sofort anschließe. Hartz IV ist der Prügel, der Menschen in prekäre Beschäftigungsverhältnisse bringt. Sanktionsmoratorium ist das absolut notwendige, und das bringt mich gleich zur Frage nach der Erneuerung der SPD. Also ich habe beim letzten Kirchentag hier in Berlin mit Andrea Nahles auf dem Podium gesessen. Ich habe diese Frage aufgeworfen. Sie hat nichts gesagt. Die Moderatorin hat vor mehreren hundert Leuten sie aufgefordert dazu doch, hat sie gefragt, ob sie dazu nicht Stellung beziehen möchte. Dann hat sie das Mikrofon genommen, ist aufgestanden, hat gesagt nein und ist gegangen. So. Und vorher hat sie mir gesagt, die Dinge seien doch geregelt. Solange das nicht geklärt ist, das ist sozusagen der Lackmustest irgendwie, was die Agendapolitik angeht. Ja, solange das nicht geklärt ist, wird die Glaubwürdigkeit der SPD nicht wiederherzustellen sein. Ja, und das ist ihr Dilemma. Viele haben intern auf einen Corbyn oder auf einen Sanders gewartet. Ja, es schien ein Moment, als könne Schulz sowas verkörpern. Und dann kam das, was wir alle erlebt haben. Ich sage das ohne jede Häme, weil völlig klar ist, mit einer Sozialdemokratie, die zerstört ist, haben wir strukturelle rechte Mehrheiten. Strukturelle rechte Mehrheiten. Ja. Und das ist eine große Gefahr. Ich habe keine Patentlösung, auch nicht eine Patentlösung für die Linke, wie sie sozusagen das von der Sozialdemokratie wegbrechende Potenzial auffangen kann. Aber das bringt mich zu der Frage, was können Akademiker tun? Und auch zu der Frage Klassenpolitik. Jetzt nehmen wir ein einfaches Beispiel. Es liegt eine Tarifrunde der IG Metall zurück, wo es gelungen ist, die 28-Stunden-Woche als Option für 6 Monate bis 2 Jahre durchzusetzen, verbunden mit der Wahloption, sozusagen jemanden zu pflegen, Kinder zu erziehen, beziehungsweise eine Auszeit von der Schichtarbeit zu nehmen. Und ihr könnt euch ja mal fragen in euren linken Kreisen, wo das eine Rolle gespielt hat. Dass die Arbeitszeitfrage kommt wieder, wird wieder zum Thema der Tarifpolitik. Und völlig anders als bei der Auseinandersetzung um die 35-Stunden-Woche, wo es ein Konvergenzpunkt war von neuen sozialen Bewegungen, Gewerkschaftsbewegungen, Intellektuelle sich drauf bezogen haben, von Gorz bis Offe, kommt überhaupt keine Debatte auf. Die Debatte müsste aber sein,
Die Debatte müsste aber sein, mit Blick auf progressive Veränderungen, wie kann man den Ball aufgreifen? Wie kann man das weitertragen? Wie kann man das in andere Gewerkschaften reintragen? Wie kann man die Arbeitszeitfrage in einer Weise politisieren, dass kurze Vollzeit für alle tatsächlich eine Option wird, die konfliktfähig wird? Ja? Und nichts dergleichen passiert, solange das nicht passiert und in intellektuellen Kreisen keine Rolle spielt, brauchen wir über neue Klassenpolitik. Ja, können wir darüber reden, aber wird das keine praktische Substanz gewinnen? So, und Hans-Jürgen war dabei, vor 2 Wochen, was glaube ich, haben wir in Stuttgart zusammengesessen bei einer Veranstaltung, ja, du warst auch dabei, Sebastian, bei einer Veranstaltung der Rosa-Luxemburg-Stiftung, wo Daimler-Arbeiter aufgetreten sind, die gesagt haben, bezogen auf diese Auseinandersetzung in den Saal rein zu anderen Linken, wir sind ja von euch als privilegierte Arbeiterelite abgestraft worden. Ja, da fangen die Probleme an. Das bringt mich zu Christoph Zeller. Ich schließe mich dem völlig an, was du gesagt hast. Vielleicht komme ich noch mal dran. Ja. Du kannst erst mal kurz eine Runde trinken. Da ist noch, ich habe dir was eingegossen. Oder du lässt mich noch mal trinken, dann versuche ich es noch mal. Wir können auch eine kurz, also ich kann auch weitermachen, es gibt noch mehr Leute hier. Ja. Ja. Gut. Christoph Zeller. Ich hatte heute schon eine Veranstaltung mit Lessing und Rosa, deshalb bin ich etwas heiser. Also das ist ein unheimlich wichtiger Punkt. Wir werden ja an verschiedenen Stellen das Wertschöpfungssystem der Automobil, das Herzstück, das organisatorische Herzstück der IG Metall, wird in große Turbulenzen kommen. Und zwar früher, als viele sich das denken. 2020 werden alle Klimaziele gerissen. Das Mobilitätssystem wird der Hauptverursacher sein. Es gibt Druck durch die protektionistische Politik in den USA, durch Umstellen auf E-Mobilität im größten Absatzmarkt China und so weiter. Also ein enormer Veränderungsdruck, der da sehr kurzfristig kommen wird. So. Und Klassenpolitik würde jetzt bedeuten, dass sich das ökologische Konfliktfeld und das, was mit sozialer Sicherheit, Beschäftigung und so weiter verbunden ist, nicht so gegeneinander verselbstständigt, dass beide Seiten verlieren. So, und das bedeutet auch, über Konversion nachzudenken. Zum Beispiel, was bedeutet es für eine alternde Gesellschaft? Kann man industrielle Produktion auf soziale Bedürfnisse ausrichten und das möglichst frühzeitig? Aber das sind Fragen, die ich stellen kann. Ich kann die nicht beantworten. Dazu braucht man genau solche Leute, die das technische Wissen, Know-how haben, um solche Vorschläge überhaupt machen zu können. Ja, und je schneller damit begonnen wird, umso besser. Und ich bin ziemlich sicher, dass es möglich ist, an dieser Frage eine akademische Lohnarbeiterinnenklasse, eine akademisch gebildete Lohnarbeiterinnenklasse tatsächlich auf Felder zu bringen und für Politik zu interessieren, die links und progressiv ist. Das glauben die Betriebsräte zum Teil noch gar nicht. Das war ja unsere Erfahrung in der Automobilindustrie, dass uns die Betriebsräte gesagt haben, sobald wir die Wachstumsbeschäftigungsfrage stellen, müssen wir gar nicht weiterreden, da werden wir von den Belegschaften abgestraft. Und in den beschäftigten Interviews haben wir festgestellt, dass vom Arbeiter bis zum Ingenieur auf einem ziemlich hohen Niveau über die Probleme der Branche reflektiert wurde. Nicht? Ganz erstaunlich, und da glaube ich, müsste man tiefer bohren. Benjamin Opratko, also motiviert mich nochmal zu einer Richtigstellung. Ich glaube, da kann ich für die anderen beiden auch sprechen. Ich glaube, niemand von uns ist der Meinung, dass es eine Kausalität der Gestalt gibt, dass je höher der soziale Problemdruck und die Verelendung, desto stärker die Neigung zu AfD und Rechtspopulismus. Das schließe ich aus. Also keine soziale Lage politisiert aus sich heraus in irgendeine Richtung. Der Eribon hat zu Recht festgestellt, dass auch die französischen Arbeiter mehrheitlich wahrscheinlich nie links gewesen sind. Ja? Das ist ein unglaublich komplexer Prozess, wie sich soziale Lagen mit politischen Orientierungen verbinden. Das ist auch nicht, kann ich jetzt in der Antwort nicht mehr analysieren. Was mir aber wichtig ist, jetzt bezogen auf Klassenpolitik, das ist, dass über den Prekaritätsdiskurs tatsächlich ein bisschen ein, ich überspitze jetzt, weil ich es nie so gemeint habe, Verelendungsdiskurs mitbedient wurde. Und eine Fülle von Problemen im Reproduktionszusammenhang von Lohnabhängigen, die sich weder als arm noch als prekär verstehen, das war die Grunderfahrung bei uns in unseren Interviews, überhaupt nicht mehr reflektiert wird. Die haben aber auch
Gerechtigkeits- und Ungleichheitsprobleme, die aber komplexer zu fassen sind als mit einer puren Betroffenheitsproblematik. Es reicht aus, dass ein Betriebsrat wahrnimmt, dass sich seine Leute, die 20 Jahre lang auf sozusagen Gleichstellung mit dem Westen gewartet haben, in der Reihe hinten angestellt haben und jetzt kommen die, nämlich die Flüchtlinge, und drängeln in der Reihe vor, obwohl sie gar nicht anspruchsberechtigt sind. Das ist die Denkweise, ja. Und die hat mit sozusagen einem Überschuss an Verelendung erstmal gar nichts zu tun und die kann man mit Klassenkategorien gut fassen. Mit dem zweiten Teil der Analyse bin ich einverstanden. Selbstverständlich gehört zu diesen Erfahrungen auch die Erfahrung, dass sich mit den Linken, auch wenn sie regieren, relativ wenig ändert. Das ist ein schwieriges Problem. Ja. Aber also die Millionen, die von Wähler, die von SPD und Linkspartei zur AfD gegangen ist, das sind nicht die Besserverdienenden, das sind Leute, die aus diesen Gründen enttäuscht sind. Das wirft die Frage auf, wie man sozusagen Veränderungserfahrungen transportieren kann, etwa auch in Regierungsfunktionen. Ich bin ja jemand, das ist ja bekannt, Rot-Rot-Grün in Thüringen sehr unterstützt hat. Aber in einem entscheidenden Punkt war das von vornherein eine für mich dann doch enttäuschende Erfahrung, weil wir immer thematisiert haben, wir wollen einen anderen Politikstil, der auch die Kritik von links aus der Gesellschaft sozusagen mitreflektiert. Und das ist nicht passiert. Ist leider nicht passiert. Aus Gründen, da können wir jetzt länger drüber sprechen. Ich glaube, dass das aber eine zentrale Frage ist, wie sich linke Politik auch in Regierungspositionen zur Gesellschaft und auch zu linker Kritik hin öffnet, weil wenn die von links nicht kommt, dann kommt sie nur noch von rechts. Ja, und die kann sich dann als Anti-Establishment Positionen aufspielen und so weiter und so weiter. Sozialpartnerschaft und dann noch was zur Systemfrage. Also der sozialpartnerschaftliche Kapitalismus in Deutschland existiert nicht mehr. Nur noch in Rudimenten. Das ist meine These. In vielen Bereichen muss darum gerungen werden, dass sowas wie Sozialpartnerschaft überhaupt erst hergestellt werden kann. Wenn man den Organisationsbereich von Verdi nimmt, kann man dafür für viele Argumente finden, will ich jetzt nicht ausbauen. Das heißt, so ein bisschen die klassische Kritik von Sozialpartnerschaften, natürlich auch Standort, Nationalismus, Partikularismus, die trifft schon was. Und ich würde auch zustimmen, dass Gewerkschaften auf lange Sicht nur noch eine Chance haben, wenn sie wieder stärker soziale Bewegungen werden. So wie wir es erlebt haben im Jahr 2015. Und übrigens in dieser Tarifrunde der IG Metall ist das zum Teil auch so gewesen. Dieses Format 24-Stunden-Streiks hat eine enorme Dynamik ausgestrahlt, was auch Journalisten, die sehr skeptisch waren, beeindruckt hat. Darüber müsste man nachdenken. Jetzt nur ein Satz zu der Systemproblematik. Also nicht, dass ich missverstanden werde. Nicht mehr überzeugen können wir Leute, die wir befragt haben, Betriebsräte, die sich zu AfD und Pegida bekennen, die deren Auffassungen bereits der Linie einer Partei folgen. So würde ich das formulieren. Ob die Mitglieder sind, weiß ich gar nicht. Ja? Aber da war ein gefestigtes Weltbild, das hat mindestens zwei Elemente. Es gibt ein System, das ist böse und dann gibt es das Volk. Und das Volk wird als etwas Homogenes, kulturell Homogenes, als ein Volk von Bio-Deutschen konstruiert. Es gibt keine Gesellschaft. Also zwischen System und Volk gibt es nichts. Und Demokratie ist ein identitäres Demokratieverständnis. Die verstehen sich alle als eigentliche Demokraten. Der Volkswille, der durch dieses homogene Volk artikuliert wird, der muss umgesetzt werden und das ist Demokratie und dann plädiert man auch für Demokratie nach schwarzer Vorbild. Aber der entscheidende Punkt ist, alle sagen, auch diejenigen, die AfD wählen, nicht so gefestigt sind, alle sagen, mit dem System stimmt was nicht. Und dann kommen viele Erfahrungen, angefangen von der Krise, der Euro-Krise und so weiter und was die Politiker versprochen haben, nicht gehalten haben. Und man hat auch das Gefühl, in der Flüchtlingsfrage, also reflektierte Leute, Greenpeace-Mitglied, muss endlich zum Ende kommen, Greenpeace-Mitglied, der aber sagt, wenn immer mehr kommen, 1 Million geht ja, aber wenn immer mehr kommen, dann haben wir keinen gesellschaftlichen Zusammenhalt mehr, deshalb AfD. Ja? So, und bezogen auf die Systemfrage würde ich tatsächlich sagen, größte Schwäche der Linken,
dass sie nicht über glaubwürdige Entwürfe einer besseren Gesellschaft verfügt derzeit. Deshalb, so meine These, brauchen wir eine Diskussion über einen neuen Sozialismus, die ist überfällig. Ich verweise jetzt mal drauf, 8 Thesen dazu in den Blättern für deutsche internationale Politik, vielleicht werden sie jetzt demnächst mal veröffentlicht. Jedenfalls habe ich mich dazu geäußert, kann das jetzt nicht mehr ausführen, aber ich bin in der Tat der Meinung, dass in einer gesellschaftlichen Situation, wo alle das Gefühl haben, es ist eine gewaltige Transformation im Gange, die Frage nach Alternativen sehr radikal gestellt werden muss und eben auch als Systemfrage gestellt werden muss. Und ich bin dann altmodisch, der Begriff des Sozialismus, der muss mit neuen Inhalten gefüllt werden. Man kann das umschiffen mit ökologischem Humanismus und so weiter. Aber ich glaube, wir sollten zu unserer Geschichte stehen als Sozialisten. Wir sollten auch zu den gescheiterten Experimenten stehen. Wir müssen reflektieren, woran die gescheitert sind und den Versuch machen, erneut diesen Begriff zu füllen im Sinne einer glaubwürdigen Perspektive, die Menschen Hoffnung gibt. Okay, ich fange mal an mit der Frage sozusagen Österreich und so weiter. Ich glaube insgesamt, das ist wichtig für uns zu verstehen, Klaus hat das im Prinzip auch schon gesagt, ich wollte mal einmal die entsprechende Begriffe in den Raum werfen, dass es eine Frage relativer Deprivation ist und keine absoluter oder keine absolute. Das heißt, es ist, wenn die Leute das Gefühl haben, es geht abwärts, dann ist, also sozusagen, es sind nicht notwendigerweise die Leute, die am wenigsten haben, sondern die, die das Gefühl haben, sie haben am meisten zu verlieren oder sie sind zumindest dabei, was zu verlieren. Wenn man sich die Geschichte der Konjunkturen des Rassismus anguckt, in den 30er Jahren in den USA, es sind ganz oft die Situationen, in denen sozusagen das nicht mehr erreicht wird, von dem man legitim das, oder von dem man das Gefühl hat, dass man es einem legitim zustehen würde, entweder aufgrund von biografischen Erfahrungen oder im Vergleich zu gesellschaftlich anderen Leuten. Und das finde ich, also da scheint mir zumindest auch in Österreich die Frage zu sein, ob da nicht auch was in Bewegung gekommen ist, auch wenn man jetzt sagt, naja, im Vergleich zu ist ja noch alles ganz okay. Das Gleiche bezieht sich ein bisschen darauf, dass in Österreich sicherlich auch ein bisschen anders die Rolle der Sozialdemokratie ist, wenn wir jetzt nicht in die Details gehen, aber sozusagen quer durch Europa, das Bemerkenswerte war, dass die Sozialdemokratie die Repräsentation dieser neuen Erfahrung, dieses Arbeitsleides, dieser sozusagen überhaupt alternativen gesellschaftlichen Vorstellungen, Verteidigung der Rechte und Erfahrungen der Menschen aufgegeben hat, zugunsten eines sozusagen, wir versuchen innerhalb des neoliberalen Rahmens eine etwas alternative Deutungsmöglichkeit oder eine gewisse Armutssicherung einzuführen und das ist halt nicht genug. Entschuldigung, ich bin jetzt ein bisschen angeschlagen. Okay, ich glaube, also zur AfD, klar muss man um die Leute kämpfen, das war zumindest nicht das, was ich gesagt habe, dass man das aufgeben soll. Die Frage ist aber ja, auf welcher Ebene und mit was eigentlich? Ich möchte wirklich in Frage stellen, dass wir ein Problem damit haben, dass wir keine alternativen Gesellschaftsentwürfe haben. Wir haben unglaublich viel Papier mit vernünftigen, sinnvollen, sozialistischen, neu gefüllten Konzepten, wie diese Gesellschaft besser funktionieren würde. Mir scheint auch, dass es ein kleineres Problem ist, dass wir das in der Öffentlichkeit nicht sagen würden. Das ist ja manchmal ein bisschen Taktik, beziehungsweise manchmal ist auch ein bisschen das Problem, dass bestimmte Dinge sich nicht in den Medien transportieren, die wir sagen. Aber ich glaube, dass die Hauptfrage eigentlich ist, wie schaffen wir es denn, die Perspektiven auf ein anderes Leben, gern auch radikal und mit einer radikalen Gegnerbestimmung, so mit den Leuten zu besprechen oder mit den Leuten zu kommunizieren, dass sie wirklich das Gefühl haben, das geht sie was an. Wir reden ja ganz oft auf der oberen Ebene sozusagen, sollten wir dies oder jenes fordern, sollten wir das oder dies ins Programm stellen. Und das, glaube ich, ist die wichtigere Frage. Und das ist keine Frage bloß der Radikalität. Also es ist ja jetzt nicht so, dass die Leute alle zur DKP gegangen sind, weil die irgendwie die radikalere Gesellschaftsanalyse auf ihre Plakate schreibt zum Beispiel. Also offensichtlich funktioniert es nicht auf dieser sehr einfachen Ebene. Ich möchte auch nochmal ein Fragezeichen daran stellen, weil das ja ein häufig zitierter oder häufig wiederholter Satz ist, dass die Linke nichts gewinnt von dem Niedergang der SPD. Also der Niedergang der SPD hat ungefähr 2003 begonnen und die Linke hat massiv davon gewonnen. Alle Leute, die in Labour heute sich um Corbyn scharen können, weil die Leute darin sozusagen überwintert haben, sind damals aus der Sozialdemokratie weggegangen. Man muss sich ja auch mal gucken, was man sich eigentlich, also ob man sich vielleicht ein bisschen Illusionen darüber macht, was die Sozialdemokratie 10 Jahre nach Schröder oder 15 Jahre nach Schröder eigentlich für ein Projekt ist.
Ihr glaubt immer, da sind lauter Linke, die sozusagen heimlich für soziale Gerechtigkeit sind. Das ist ja sozusagen der Niedergang von Scholz, ist ja nicht nur, dass er das nicht durchgehalten hat, das ist dann ein Zeichen der Hegemonieverhältnisse innerhalb der SPD, die sich da niedergeschlagen haben. Und die muss man ernst nehmen. Es gab in den SPD-Ergebnissen seit Jahren keine sozialen Ausschläge mehr. Also das ist eine Volkspartei im Sinne der Gesamtrepräsentation. Und da, wir haben immer noch 700.000 Wählerstimmen von denen gewonnen. Also es ist ja nicht so, dass wir nichts haben. Aber es ist nicht so, dass dort die Leute sich bündeln, die sich für soziale Gerechtigkeit interessieren und die dann in Millionenstärke zum neuen Angebot soziale Gerechtigkeit überwandern. Zumindest nicht so. Ich habe das vielleicht ein bisschen runtergespielt, was das war, was ich jetzt hier vorgestellt habe, möchte ich gerne ein bisschen korrigieren, auch wenn ich die Andeutung an die Bundestagsfraktion durchaus verstanden habe. Was ich vorgestellt habe, ist das, was sozusagen der Parteivorstand dem nächsten Parteitag im Juni, der in gewisser Weise auch eine Art Selbstklärungsprozess sein wird, für die Partei vorschlagen wird, unter der Überschrift Partei in Bewegung, zu sagen, bei allen Problemen und auch bei allen Differenzen, die wir zum Teil haben, also in der Gesamtpartei sozusagen, was die Rolle oder die Wichtigkeit und Nichtwichtigkeit von linken Regierungsparteien auf Regierungsbeteiligung auf Länderebene angeht, ist unser Vorschlag, dass angesichts der strukturellen rechten Mehrheit in der Gesellschaft und im Parlament es notwendig ist, jetzt eine andere Politik und eine andere Kultur der Politik zu beginnen, die sich sehr viel stärker in Bewegung und in den Alltag und die Organisierung des Alltags hineinbegibt und dort radikale, aber eben organisierende Arbeit macht. Entschuldigung, jetzt kann ich meine eigene Sache nicht mehr. Ach so, und der zweite Punkt ist, dass der Vorschlag für die Eigendefinition ist, das funktioniert nicht im Sinne der exklusiven oder abgrenzenden Solidarität, sondern nur mit einer Politik, die keine Rückschritte macht und keine Zugeständnisse zu rassistischen oder ausgrenzenden Perspektiven und die sozusagen den Horizont der offenen Grenzen für Menschen in Not oder Menschen auf der Flucht in Deutschland verteidigt. Das sind die zwei wichtigen Aspekte, die sozusagen dort drinstehen. Und dann schauen wir halt mal, wie es ausgeht. Ich bin da eigentlich relativ optimistisch. Es gibt auch in der Bundestagsfraktion viele Leute, die diesen Zugang teilen. Den Rest kann man ja täglich in der Zeitung lesen. Ja, Punkt. Das war's, glaube ich, schon. Bitte schön, ich danke dir. Ja, also zur Frage, wie man die Sozialdemokratie in Deutschland erneuern könnte, fällt mir nichts mehr ein. Und wovon man nicht reden kann, davon sollte man schweigen. Also komme ich zum nächsten Punkt. Klare Kante, Bericht aus der Welt der Kolleginnen und Kollegen von Verdi. Konkret zu Verdi will ich nichts sagen, aber der Punkt, den du meinst, der ist natürlich ein realer Punkt. Natürlich gibt es auch über die Frage, wie man klare Kante bezieht, auch zum Beispiel in der Kommunikation unterschiedliche Positionen. Und es gibt bei Kolleginnen und Kollegen die Angst, dass wenn man es falsch macht, man nicht nur Mitglieder verliert, sondern dann auch diejenigen insgesamt verloren hat und sie dann nicht mehr zur Verfügung stehen. Und jetzt kann man sagen, es ist doch gut, wenn sie weg sind. Man kann aber auch sagen, es ist das Ziel, sie zu überzeugen und nicht, dass sie weggehen. Meine persönliche Meinung ist, dass wir bisher nicht zu viel, sondern zu wenig polarisiert haben. Und ich glaube auch, dass man in den gewerkschaftlichen Medien deutlichere Sprache sprechen sollte. Und ich glaube, dass man vor allen Dingen in den betrieblichen Auseinandersetzungen die polarisierende Konfrontation suchen muss. Ich bin nicht der Auffassung, dass es lapidar ist, dass es gelungen ist, bei den Betriebsratswahlen die Mandate zu verhindern, die sie versucht haben zu kriegen. Das war eine Riesenaufgabe und es wäre wirklich eine Katastrophe gewesen, wenn das auch noch gelungen wäre nach dem Einmarsch in die Parlamente. Aber das reicht natürlich nicht. Jetzt geht es erst los mit der Konfrontation und mit der Arbeit in den Betrieben und das muss jetzt laufen. Naja, und ansonsten bedeutet das, soweit die Formen akzeptabel sind, auch die Unterstützung von Antifa-Aktionen vor Ort und zu konkreten Anlässen. Das ist das Gesamtpaket und in diese Richtung muss es gehen. Zum Thema Refugees Welcome, was ist die Grundlage? Frage von Alex. Ja, das ist in der Tat wahrscheinlich eher menschenrechtsorientiert gewesen. Es ist ein spontanes Solidaritätsempfinden gewesen.
in dem aber auch so etwas mitschwang wie die Ahnung, dass man eventuell auch selber in einer privilegierten Situation liegt und vielleicht den einen oder anderen Anteil auch daran hat, dass es in anderen Regionen der Welt anders aussieht. Und wenn man daran anknüpfen kann und wenn man diese Diskussion führen kann, dass es eben diesen Zusammenhang gibt, dass es eben jetzt einfach Rückwirkungen von Ausbeutungsverhältnissen in die Städten, von denen die Ausbeutung ausgeht, gibt, dann wäre das ein Riesenschritt. Dann wäre das ein Riesenschritt. Und ich werde und bin dabei, mich dafür einzusetzen, dass das zum Beispiel einen ganz anderen Stellenwert in der gewerkschaftlichen Bildungsarbeit bekommt. Und in den Orten, in denen man sowas diskutieren kann, das wird nicht leicht, weil es ist ja objektiv auch nicht so einfach, diese internationalen Verhältnisse zu durchdringen, aber das wäre ein sinnvoller Diskurs, um sozusagen diese Haltung stärker zu fundieren, weil wenn sie ausschließlich moralisch und emotional begründet ist, dann kann sie schneller kippen, als wenn sie in wirklich festen analytischen Überzeugungen ankert, und deswegen halte ich das für wichtig. Natürlich spielt das Thema, dritter Punkt, Rüstungsindustrie, auch für die IG Metall eine große Rolle. Ja, und es stimmt, das ist eine Scheißsituation. Wir sind da einem echten, richtigen Dilemma. Es gibt auf der einen Seite natürlich die unbefragte friedenspolitische Position der IG Metall, die in die Richtung geht, dass es natürlich nicht sinnvoll ist, Waffen zu produzieren, die Kriege führen und Menschen töten. Und wir haben auf der anderen Seite in der Tat viele Beschäftigte, die daran beteiligt sind, eben genau dies zu tun, nämlich Waffen zu produzieren. Und ich kann euch sagen, die Diskussion ist ausgesprochen schwierig, weil auch für einen Kollegen oder eine Kollegin, die in der Rüstungsindustrie arbeiten, ist die Perspektive von Arbeitslosigkeit im Hartz-IV-Kapitalismus eine echte Schreckvorstellung. Und ich bin nach wie vor der Auffassung, dass es nur einen einigermaßen guten Weg gibt, den wir gehen müssen und der auch in letzter Zeit wieder verstärkt gegangen wird, das sind die Versuche, neue Initiativen für Konversionsdebatten zu diskutieren, wo man dann eben die Chance versucht hinzukriegen, über andere Produkte die berechtigten Arbeitsplatzinteressen der Kolleginnen und Kollegen eben nicht unter den Tisch fallen zu lassen. Weil sie unter den Tisch fallen zu lassen, einfach und zu sagen, was ihr da macht, ist Pfui und das war's, ist eben dann auch ein Teil der Abwertung, ja, die bei den Menschen Dinge im Kopf hervorruft, die nicht in die demokratisch-solidarische Richtung hineingehen. Ich glaube, dass diese Initiativen wichtig sind. Ich kann euch nur sagen, bei allen Fortschritten, die wir gemacht haben, scheitert es am Ende immer an der Frage der Profite und an der Frage der Macht im Betrieb. Es ist nicht nur eine Frage des Wollens, es ist auch eine Frage des Könnens. Aber da den Finger drauf zu legen, ist völlig berechtigt, und es ist eine Dauerbaustelle für die IG Metall, wo wir sehen müssen, dass wir da weiterkommen. Vierter Punkt, das Thema stoffliche Seite der Produktion. Ja, das ist natürlich auch aus der Perspektive der IG Metall ein Wahnsinnsthema. Es ist ja nicht nur Rüstungsindustrie, es ist die Automobilindustrie, es sind viele andere Bereiche. Und wenn man so etwas in Gang setzen will wie eine progressive Gegenbewegung, wo man das dann versucht zu erreichen, von dem ich vorhin gesprochen habe, nämlich die Menschen mit ihrer Verunsicherung und ihrer berechtigten Wut nicht stehen zu lassen, sondern sie in eine solidarische Bewegung einzubinden, dann spielt das auch eine große Rolle. Das ist gar keine Frage. Und eine Verunsicherung, die weit über die Automobilindustrie hinausgeht, ist natürlich damit verbunden, dass man sieht, dass die Art und Weise, wie heute Automobile produziert, verkauft und konsumiert werden, so nicht weitergehen kann. Und jetzt ist die 3.000-Dollar-Frage, was tun wir jetzt? Und diese Diskussion ist eine Diskussion, wo wir alle relativ kurze Hosen anhaben, weil wir alle nicht so richtig weiterkommen. Es ist nicht einfach die Diskussion zu sagen, naja, dann stellen wir das einfach alles ein und Schluss. Sondern es ist die Frage, wie sich Mobilität in einer Gesellschaft, in der wir Mobilität auch als eine Art von Menschenrecht akzeptieren, organisieren lässt, die aber zugleich gesellschafts- und naturverträglich ist. Wir sind bei dieser Debatte auch als Gewerkschaften schon mal weiter gewesen. Wir haben Anfang der 90er Jahre Kongresse gemacht mit Umweltverbänden und so weiter und so fort. Und ich will jetzt nicht darüber reden, warum wir da wieder zurückgefallen sind. Nicht nur wir, sondern die Bewegungen insgesamt zurückgefallen sind. Diese Diskussion, die wird natürlich weitergehen müssen, und wir sind da auch dran, aber natürlich nicht bisher mit den Erfolgen, die notwendig wären, weil das ist vollkommen klar und das will ich auch ganz offen sagen. Die E-Mobilität alleine wird das Problem natürlich nicht lösen. Natürlich muss es darüber hinausgehen und muss es alternative, andere Vorstellungen von Mobilität geben, aber auch da gilt eben, die Interessen auch der Beschäftigten mit zu berücksichtigen. Und das ist mein vorletzter Punkt. Ich habe vor einiger Zeit im Spiegel einen Artikel gelesen, die Überschrift war: Gestern Gold, heute Dreck.
Das war ein Artikel, der beschäftigte sich insbesondere mit den Kolleginnen und Kollegen im Bergbau. Der schilderte mal kurzerhand, dass diejenigen, die als die Helden des Wirtschaftswunders gefeiert wurden, nämlich die Grundstoffindustrieträger, heute sozusagen diejenigen sind, die am Pranger stehen und denen moralisch sozusagen jede Rechtfertigung abgesprochen wird. Auf der Veranstaltung, wo wir diskutiert haben, die Klaus Dörre erwähnt hat, in Stuttgart waren viele meiner Kolleginnen und Kollegen aus der Automobilindustrie und da gab es verschiedene Debatten. Da kam dann immer wieder, ja ihr Privilegierten, ihr habt noch Tarifverträge und so, was soll das? Und es kam natürlich die Diskussion aus der Automobile, was produziert ihr da überhaupt und so weiter. Und dann stand einer von den Kollegen auf und sagte, wenn man euch so reden hört, dann hat man den Eindruck, wir sind alle Verbrecher. So werden wir das nicht schaffen. Das ist nicht der Rätsellösung. Zuschreibungen dieser Art lösen das Problem nicht, sondern es sind Hinweise darauf, dass es Probleme zu lösen gibt, wo unterschiedliche Interessen im Spiel sind, unterschiedlich legitime Interessen. Ich rede nicht von Profitinteressen und Verwertungsinteressen, von Profitinteressen und Verwertungsinteressen von Investoren. Ich rede von berechtigten Interessen nach sozialer Sicherheit und nach Einkommen von Menschen. Und wenn es auch hier die Konversionsdebatte geben muss und die Debatte geben muss, wie man eine Produktion so verändert, dass sie gesellschafts- und naturverträglich ist, dann ist das eine Debatte, die mit den Menschen geführt werden kann und die darf nicht vom hohen moralischen Ross ausgeführt werden, die erst einmal die moralischen Etiketten verteilt und dann versucht, irgendwie etwas in Gang zu bringen, ohne die Menschen mitzunehmen. Der vorletzte Punkt ist der Verweis auch, Klaus hat mir das dankenswerterweise schon abgenommen, auf die Tarifrunden, auch der IG Metall, aber nicht nur, sondern auch von Verdi, wo ich der Auffassung bin, wo uns dann ein Stück weit gelungen ist, was ich meine, mit der Mobilisierung, mit dem Mitnehmen von Menschen, die einen Adressaten für ihre Wut suchen und die eine Möglichkeit suchen, etwas zu tun, das mit der Hoffnung verbunden werden kann, dass sich auch wirklich was ändert. Das war unsere Tarifrunde, an der sich 1,5 Millionen Kolleginnen und Kollegen in Form von Warnstreiks und von Dauerstreiks, von 24-Stunden-Streiks beteiligt haben. Das waren aber auch Auseinandersetzungen von den Kolleginnen und Kollegen von Verdi. Wir haben vor einigen Tagen hier diskutiert, da habe ich die Tarifrunde des ÖDEGEN, des öffentlichen Dienstes genannt. Da stand dann gleich ein Kollege von Verdi auf und sagte, ja, wir haben aber auch noch ganz andere geführt und so. Wunderbar, kann ich da nur sagen. Und die Erfahrung, die es da gegeben hat, auch jetzt gerade bei unseren Kolleginnen und Kollegen, die Streikerfahrung, die Erfahrung, miteinander diesen Tarifvertrag hingekriegt zu haben, von dem ich auch sagen würde, dass er ein Stück arbeitszeitpolitische Innovation beinhaltet, ist eine hervorragende Voraussetzung auch bei den Betriebsratswahlen gewesen, die Kollegen mitzunehmen und sie eben auch ein Stück weit abzuhalten, davon den rechten Populisten, wie links sie auch tun, hinterherzulaufen. Und das führt mich zum letzten Punkt, ja, das Thema gesellschaftliche Alternative. Ja, da gebe ich auch der Daniela Dahn durchaus recht. Wenn wir das mal durchbuchstabieren, dann ist das, was wir an konkreten Vorstellungen von einer nicht-kapitalistischen Gesellschaft haben, so konkret nicht. Und probiert ist es überhaupt noch nicht. Und da laufen eben ein paar Fragen durch die Gegend, die wir wirklich diskutieren müssen. Das sind Fragen der Ökonomie. Ja, wir können immer sagen, wir wollen stofflich verträgliche Produktion, wir wollen durch und durch demokratische Produktion, aber wie wir das organisieren und dass es trotzdem einigermaßen hinreichend effizient ist, das haben wir nicht hingekriegt bisher. Was sind Formen von gesellschaftlicher Demokratie, die wirklich auch dem Einzelnen so etwas, wie hat der Hartmut Rosa das gesagt, eine Selbstwirksamkeitserfahrung vermitteln bei den großen Fragen? Es wird nicht die präsentische Demokratie sein, die kleine Diskussion in den kleinen Gruppen, die dann davon ausgeht, dass damit die Demokratie realisiert ist. Was machen wir mit unseren nationalstaatlichen Politikarenen, wenn die Probleme, mit denen wir zu tun haben, globaler Natur sind? Ich glaube, dass wir da noch eine ganze Menge an Diskursen zu führen haben. Ich habe auch überhaupt nichts dagegen, das, was wir da diskutieren, wieder mit selbstbewussten Namen zu formulieren. Ich habe das bei der einen oder anderen Stelle schon mal zitiert. Der Volker Braun hat in einem wunderbaren Dankesrede auf seinen Büchnerpreis, den er verloren bekommen hat, an einer Stelle gesagt, heute fehlt uns was, für das wir keinen Namen mehr haben. Und solange wir das nicht finden, dann werden wir auch das Fortschrittliche aus den gesellschaftlichen Verhältnissen nicht rauswühlen. Da hat er recht. Ich hätte auch nichts dagegen, mit dem Begriff eines neuen Sozialismus zu beginnen. Ob der dann die Debatte durchhält, das werden wir sehen. Aber beginnen sollten wir die Debatte auf jeden Fall. Also ich zumindest wäre dabei.
Es lichtet sich so langsam, viele gehen wahrscheinlich zum nächsten Workshop, deswegen quatsche ich gar nicht lang rum, außer Dankeschön Hans-Jürgen, Christina, Klaus, danke für die Beiträge. Und die Debatte wird natürlich auch hier weitergehen, zum Beispiel Klassen im globalen Maßstab. In 2-3 Minuten geht es dann hier im Münzenberg-Saal damit weiter. Applaus